Hallo. Riggel, Riggel. Willkommen im Stream!
Sprich auch mal rein. Moin. Kann man uns soweit ganz gut hören? Erste Frage natürlich wie immer, Lautstärke. Schwöre. Knacks, knacks, willkommen Stream, Raucherhusten LP. Das ist ja auferstanden vom Tod. Hä, warum denn vom Tod? Was geht denn jetzt ab? Rild. Maximilian, willkommen Stream. Okay, Lautstärke gut, gut, gut. Efe, nenn mich Daddy. Okay, alright. So, Moment. Wir gehen mal rüber. Bist du ready? Ich bin sowas von ready. Wie ready bist du? Ready wie... Freddy. Genau. Okay. Freddos, what's poppin'? Einen wunderschönen guten Abend an der Stelle und willkommen zu einem wunderbaren Stream am Donnerstagabend. Jojo, ich küsse deinen sehr, sehr saftigen Nacken für diese Umlaut-Gang-Memberschaft direkt am Anfang auf ehrenvoller Basis im... Das erfahren wir gleich in welchem Monat. Okay. Umlaut-Gang-Memberschaft. Im 10. Monat. Kuss geht raus. Dankeschön. Haus. Okay, wir machen das wie folgt. Du liest einen Namen vor, sagst Hi und ich lese einen Namen vor und sage Hi. Alles klar. Deal. Lego Karton, hi, was geht? Felix, moin. Sagen der Hü, hi. Was geht? Chris, dankeschön für die Memberschaft. Moin, Marco. Torben, willkommen Stream. Gang, Memberschaft. Andreas, grüß dich. Toastbrot. Danke für deinen Support, Dicky. Davids Eichelkäse. Aldi bekommt Stream, Kampflümmel. Dennis Turan, hi, was geht? Guido. Nepi, moin. Lego Karton. Slap House Records, hi. Grüß dich, Jasmin, will ja nicht unhöflich rüberkommen, aber David hat den Namen noch nicht verraten und ich habe ihn vergessen. Achso, genau. ja. Ich bin Chaya. Also, an der Stelle erstmal das Willkommen-Stream. Willkommen-Stream. Geht an jeden raus, der hier ist. Aber ich würde sagen, bevor wir um den heißen Brei herumreden wie Babybrei-Tester, stell dich doch einfach mal vor. Ja, moin Leute, ich bin Alina. Ich bin immer noch Davids Therapeutin. Es hilft aber nicht. Nicht so richtig, nein. Ja, ich bin heute im Stream dabei. Ich nerv euch ein bisschen. Richtig, genau. Hin und wieder wollen wir natürlich auch mal zu zweit streamen, deswegen cool, dass du hier bist. Und wir haben uns ein wunderbares Spiel rausgesucht, Wii Party U. Ich habe schon gelesen, warum nicht Wii Party? Kein Plan, wo das Game ist. Ich hatte das mal als Kind, aber ich find's nicht. Scheiße. Jetzt müssen wir die Wish-Version spielen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Tim, grüß dich, hi. Wie viel hat sie gekostet? es wurde heute schon ein paar Mal geschrieben. Wie viel habe ich dir geblecht dafür, dass du hier sitzt? Nur einiges. Solche großen Zahlen darf man hier nicht aussprechen. Wenn es in so eine grobe Richtung gehen würde? Schon so 6 bis 8, würde ich sagen. Hm. Okay. Seid ihr Bros? Safe Call. Yeah. Fäustchen. Ekin bekommt Stream, hi. Kenne ich nicht, aber egal. Lego-Karton ist auch vollkommen in Ordnung. 69 Euro mindestens. Slugsfile bekommt Stream. Danke, David, für dein Lambo. Efe, immer wieder gerne, Bro. Immer wieder gerne. Spiel Nater, grüß dich, Mann. 6 bis 8 Euro ist ein stabiler Preis, oder? hab als Kind mal ein Schlagzeug geschenkt bekommen und es war nach kürzester Zeit vom Erdboden verschwunden. Was? Okay. Bro. Okay, ist nur... kann passieren, ne? Oh shit, David ist erwachsen geworden. Yo, ich bin schon 7. Farbtendo, hi. Und David, danke, dass du für den Termin bei Dr. Gaddon, den du mir klar gemacht hast, immer wieder gerne. Danke nochmal für den Porsche. Guck mal, das feiere ich. Das ist gut, also normalerweise, ich habe das schon erzählt, wenn irgendwer anders im Stream dabei ist, werde ich immer in den Grund und Boden beleidigt und die andere Person halt immer so übelst, ne? Ja, ja. Ne? Genau, ja, andere ja. Richtung. Ne? Genau, andere Richtung halt so, ne? ja. Ja, ich bin übrigens die Chaya von den alten Videos. Ich hoffe, der Titel geht bei The Ray in Ordnung. Oh shit. Quarta Urja. Wie würdest du den Namen aussprechen? Welchen? Was? Diesen Kawata? Kawata
Wijaida, du bekommst Schema. Und Schnitzel grüßt dich, hi. Welche alten Videos? Also sie kam vor in Kaizumare 3D World, zwei Parts, glaube ich. Ab dann konnte ich die Gage nicht mehr zahlen, aber ist ja auch in Ordnung. Und einmal im 12-Stunden-Stream und einmal in so einem Pokémon-Namens-Ernennungsvideo. Ja. Ja. Das war wild. anders wild, kann man nicht anders sagen an der Stelle, ne? Walli, willkommen im Stream, hi. So, ich hab den Namen vergessen. Alina, Freunde, Alina. Niklas, willkommen im Stream. Hashtag Timeout von Momo, das funktioniert glaube ich nicht so. Guten Abend alle miteinander, hoffe euer Tag war gut. Kuberski, the third, auf jeden Fall. Ich hoffe dein Tag war auch wunderbar. Und Zino, hi. Grüße an Peter an der Stelle. Ja. Moin. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Der Witz ist alt, der ist alt. Apropos, Freunde, wir haben einen neuen Sound auf dem Soundboard gestern auf Twitch dazu bekommen. Magst du da drauf drücken? Ja. Das ist der zweite von oben. Hallo. Genau. Hallo. Oh shit. Heyo, schönen Abend euch allen auf dem tollen Stream. Enderskill, danke dir. Ich wünsche dir auch einen wunderbaren Abend. Cool, dass du auf jeden Fall hier bist, ne? Ja, magst du irgendwas erzählen? Ich was erzählen? Das erste, was jetzt in den Kopf geschossen kommt. Boah, muss los. Okay, und warum musst du los? Ich hab noch Termine. Termine wie Harry Potter, ich verstehe. Ja. Okay. Endlich haben die Streams Qualität. Ach, Attila, halt der Maul. Der Hallo-Sound. Was ist mit dem Hallo-Sound? Mathe-Mann. Safe ist das der Mathe-Mann. Wie Hype, hi. Hat sie Instagram, jetzt kommen die Sims. Safe. Instagram heißt sie, da eh wird YouTube. Zehntausend Follower mehr. Nice. Hi, schick Fuß. Muffin, grüß dich, willkommen im Stream. Torben fragt, wieso ich Alina heiße. Da musst du mal meine Mom fragen, ehrlich gesagt. Bring sie einfach nächstes Mal mit, ja? Safe? Das wäre echt lustig. Ich habe schon mal überlegt, ob wir Rocco hier mit reinnehmen, aber das Ding ist, das Risiko könnte ich nicht eingehen. Ja, das könnte eventuell deine Wohnung nicht überleben, aber es wäre auf jeden Fall nice. Um meine Wohnung habe ich gar keine Angst, sondern eher, dass ich von YouTube gesperrt werde. Also hier Rocco aus dem Unge-Kondom-Video, also der Witz mit dem größten Dom quasi. Also, das Ding ist, ich würde ganz gerne mal wirklich den Typen hier dabei haben, aber ich habe echt Angst, dass mein YouTube-Kanal gesperrt wird. Safe. Ja, safe, ne? Sabrina, ich bin eine Chaya. Sabrina, ihr alle seid meine Chayas. Auf dieser anderen Ehrenbasis. Moment, Moonlit hat geschrieben, Alina sei vorsichtig, David ist hochgradiger Alkoholiker. Ich weiß. Alles gut, ich bin gerade nüchtern. Aritendo, hi. Oder? Ja. Okay. Perfekt. Joe Tendo, grüß dich. Clemens hat morgen eine Lateinklausur. Ja, moin. Ja, Clemens, viel Erfolg. Viel Erfolg. Hattest du. Was war deine zweite Fremdsprache? Französisch. Du kannst das sogar gar nicht so schlecht, ne? Ich spreche richtig gut Französisch. Sag mal was auf Französisch? Oui. Nee, so richtig. Safe Call, du konntest irgendwas letztens sagen. Was denn? Ich weiß, irgendein Satz sogar. Bonjour, je m'appelle Alina. Irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay. Merkoga, willkommen im Stream. Oui. Je m'appelle David. Kannst du auch Französisch, alles gut. Ja, safe, ne? Safe. woher haben du im Kübel eigentlich die Alinas her? Die gab's letztens bei Ikea. Aus dem Angebot. Didden. Ja, reeled. Niemand bekommt Stream. Grüß dich. Ça va? Ça va bien. Et toi? Oui. Was sagst du zu Cuphead? Oui. Et toi? Oui. Wisst ihr, ich glaube, in Frankreich, Polizisten könnten mich einbuchten und ich würde sagen, oui. Tschü. Oh, shit. Mal, hey, David. Sie heißt Alina. Schwöre. Ich grüße meine Oma. Schöne Grüße an deine Oma. Tim Bank, willkommen im Stream. Hi. Was sagst du zur Cuphead-Serie? Boah, Cuphead, das Game kennst du ja so an sich, ne? Ja.
Ich frage immer nur vorsichtig nach, ne? Also, ne? Also das Game hast du dir... Auf jeden Fall, zu dem Game kommt demnächst eine Netflix-Serie. Ah ja, ich gucke deine Videos. Alles gut, so viel habe ich gar nicht gezahlt. Nein, Spaß beiseite. Und da kommt demnächst eine Netflix-Serie. Okay, geil. Ja. Let's go. Keine Ahnung, wie es wird, aber das ist, sieht recht nice aus tatsächlich. Wie viel muss ich dir spenden, dass du mir ihre Nummer gibst? Alina, was sagst du, wie viel? Ich sag mal so, im vierstelligen Bereich wäre dabei. Okay, Torben, merkt ihr das? Oh, shit. Lieblingsserie? Boah, schwierig tatsächlich. Ich bin eigentlich nicht so der Serienmensch, aber Sherlock. Boku no Pico? Sherlock war übel geil. Ja, Sherlock ist echt gut, die Serie. Sherlock ist echt gut. Ja. Ja. Deine? Cuphead. Safe. Boah, das Ding ist, ich leg mich so schwierig auf eine Lieblingsserie fest, aber Black Mirror fand ich sehr, sehr beeindruckend. Okay. Alina muss näher ans Mic. Wir machen sie einfach lauter. Sag mal was. Moin. Okay. Besser? Top, top. Früher Junge, willkommen im Stream. Hab nur eine Mille, wird das auch gehen? Ja, gerade so. Das wäre ja. Okay. Besser, top, okay. Was sagst du zu Euphoria? Kenn ich nicht. Was würdest du sagen, worum geht es dort? Boah, bestimmt um irgendwas abgespacedes, futuristisches, dies, das. Ja, kann man so sagen, ja. Keine Ahnung, klär mich auf. Besser nicht. Walking Dead? Walking Dead fand ich gut, aber irgendwann fand ich, hat sich zu gezogen, zu lange gezogen. So. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, ab der 7. hast du aufgehört, ne? Boah, ja, ich glaube. 7. Staffel habe ich auch aufgehört. Es war irgendwann zu viel, es ging viel zu lang. Und Topper, grüß dich, hi. Alina war nicht zu leise, wir wollten sie nur besser sehen. Perfekt. Nice. Bastia bekommt Stream. Meinung zu Kartoffeln. Geil. Sie stärken mich. Hat sich gezogen, aber bei der 2. Folge. Mann, Kai, du musst der Serie mehr Chancen geben. Schon so 2-3 Folgen, ne? Mindestens. Habt ihr schon all den Kanal geliked und den Stream abonniert? Wichtige Frage an der Stelle, ne? So, bei The Race wurde vorhin gefragt, wie alt bist du? Ich bin 21. Ja. Ich bin 7. Ich weiß. Ja, schön. Du sollst einen Witz erzählen. Ich soll dich vor allem raustun, sagt Jasmin. Ach, jetzt fängt der Herbst schon wieder an, ey. Also jetzt beginnst langsam. Ja, tschüss, ne? Ja. Ich glaube, ich kann dann eigentlich auch gehen, oder? Ja. Ja. Alles gut. Okay. Ich verstehe. Ich kann, ja. Hat die Chaya auch einen Namen? Weil ich schreib's mal. Ja, Martin Endo! Dankeschön für den zweiten Monat! Haus. Vielen lieben Dank! Maus! Moment. Danke für dein Support. Ich spiele... Regel. Chaya ist okay eigentlich, aber macht ja nichts. Mit Chaya Alina ist gut, oder? Das passt dann schon. Rüd. Marinendo, grüß dich und vielen lieben Dank für den zweiten Monat. Riggler in den Chat, Freunde. Wann kommt der nächste Hot Tub Stream? Boah. Ja, nächste Woche, oder? Ah, mal gucken. 20.000 Abos. Ich hab schon gesehen, ich hab bei 20.000 Abos einen Fortnite-Stream versprochen und jetzt einen Hot Tub Stream. Mhm. Soll ich mal in der Badewanne Fortnite streamen? Safe. Boah, ich hab das Game durchgespielt. Das kann nur in die Twitch-Trends gehen. Gott. Oh, shit. Wenn du eine Wurst siehst, dann kann es eine parfümierte Wachswurst sein. Ja. Okay. Kennst du die Wachswurst, ne? Ja. Die parfümierte? Klar. Was man so hat halt, ne? Safe Call, ne? Troikan, grüß dich bei The Rain und Leonard, willkommen im Stream, hi. Hi David, wie heißt Chaya? Müsste jetzt eigentlich... Ist das... Habe ich den Titel nicht abgeändert? Pass aber auf, dass der Laptop nicht ins Wasser fällt. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich so ein Holzbrett holen. Ich habe überlegt, ob ich mir sowas selber baue. Aber ich glaube, wenn ich selber baue, das kann nur schief gehen. Wie besoffene Menschen. Ich glaube auch. Na, wahrscheinlich schon. Soll ich dir das bauen? Meinst du, das kannst du? Ja, safe.
Okay, okay. Ja, rillt. Ja, ja. Das passt. Auf jeden Fall. Okay, cool, cool. Finde David wirklich schon ein bisschen. Schüchtern heute. Ja, aber guck mal, das liegt daran, also normalerweise, wenn ich alleine bin, bin ich auch deutlich lauter. Weil jetzt, wenn jemand anderes da ist, versuche ich darauf zu achten, ein bisschen regulierter zu reden, weißt du? Regulierter zu reden. Daran liegt das, Kai. Das funktioniert nicht. Da bin ich immer noch saulaut. Er hat Angst vor mir. Safe habe ich Angst. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt wirklich. Hä? 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 Reeled. Wo kam's, Fanny, bekommt Stream. Freundin oder Schwester oder beides? Beides. Sweet home Alabama. Nein, Spaß beiseite, Freunde. Er hat noch nie reguliert gesagt, bevor du da warst. Wieso auch? Warum soll ich denn reguliert sagen? Warum hast du es jetzt gesagt? Das weiß ich auch nicht. Clemens bei 20k, Kappa. Hallo, wer ist denn da der Typ daneben, der Chaya? Wie heißt die Chaya nochmal? Oh Mann, wann wollt ihr mit dem Game anfangen? Dann, wenn wir uns bereit fühlen. Weißt du? Das Nervigste, also nicht das Nerv... Ja, eigentlich schon das Nervigste. Übel nervig. Im Stream, du bist ganz entspannt am Reden. Hm? Guck mal, die Leute wollen Action in Streams. Die Leute... komplett verwirrt. Victor bekommt Stream. Die Leute wollen Action, die Leute wollen Interaktion, aber dass du auch spielst wie ein ESL-Gamer. Ja, ja. Alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig. Klar. Ja. Kritischer Hase. Unterhalt uns mal ein bisschen, ja? Soll ich tanzen? Ja, bitte. Bisher nicht. Alina, was ist deine Meinung zu Sensei Dometo? Geil. Nice. Ozan bekommt Stream. Und die Leute wollen was zum Naschen. Aber erst ab 22 Uhr. Alte Regel. Okay. Sicher, dass das nicht deine Schwester ist? Nicht so richtig. Ey, im Endeffekt sind wir alle irgendwie miteinander verwandt, ne? Strange. Aber im Endeffekt, ne? Wenn du mal so ganz biologisch den ganzen Bums betrachtest. Mhm. Ja. Ja, ja. Rillt. Auf jeden Fall. Okay, das geht langsam in eine ganz strange Richtung. Diese ruhige Musik im Hintergrund verwirrt mich ein bisschen besser. Oh shit. Biologie mit David Doppelpunkt. Ihr seid alle miteinander verwandt. Scheiße. Woher kommt Alina? Aus dem tiefsten Ghetto. Ich sag's, wie es ist. Narnia. Na, ich komme aus Narnia. Ich komme frisch aus Davids Schrank. Jo. Ja. Na, also, hiernach wirst du auch wieder aufgehangen. An einem Bügel. Bügel natürlich nur, Freunde. FBI, open up! Hilfe. Weißt du, jetzt lacht sie so ganz schüchtern, aber es ist die Wahrheit, was? Ein Schrankmädchen. Polizei Hamburg. Hä, aber woher kommt dieses Polizei Hamburg? Ludwig, grüß dich, hi. Stimmt von Jesus. Safe nicht. Das kommt bestimmt von irgendeinem Meme oder so. Safe. Yo, Shizoya, dankeschön! Für die Memberschaft! Aus. Haus! Maus! Ja. Danke für das Diggi. Dankeschön für die Memberschaft. Alina, wenn ich dich retten soll, blinzel dreimal schnell. Okay. Ohne Scheiß, ich hab noch nie einen Menschen erlebt, der so schnell wie du blinzeln kann. Blinzel mal in die Cam so schnell wie das geht oder ganz normal? Ja, ganz normal, keine Ahnung. Vor allem, sie blinzelt normal so. Moment. Ja, weiß ich nicht. Bei dir sieht das so natürlich aus. Damit kriege ich alles, was ich will. Das glaube ich auch. Moment, kann ich auch so alles bekommen, was ich möchte? Herr David, geht es Ihnen gut? Ja. Ja. Oh shit, er haut zu schnell. Herr übelst, ne? Geht voll. Hast du Momo als Mod erstmal eingestellt oder hast du noch andere eingestellt? Wir haben tatsächlich noch einen anderen Mod eingestellt. Bei The Ready Mods sind wir die mit dem blauen Schraubenschlüssel. Und einen Mod haben wir noch, aber er war bisher noch nicht da. Dementsprechend wird es eine Überraschung, wenn er dabei ist.
Die Schnellblinzlerin. Blinzlerinnen. Luis, du kommst schön. Was? Shit, ey. wer ist die Chaya, bitte? Ist ja mindestens eine 9 von 10. Ja, danke, ne? Max ist halt schamhaft wie immer. Schamhaft. Charmant. Schmand. Schmand. Alina vom Beruf her Schnellblinzlerin. Blinzlerin. Mein Gott, ist das ein schwieriges Wort. Aussprechen. Nein. Blinzlerin. Oje, Mini. Jo, dafür hätte ich echt gerne Geld. Safe. Im Internet kann man viel Geld verdienen. Flohboutique, willkommen im Stream, hi. Und Marius, grüß dich. Ja, schamhaft wie immer. Mal diese, dieses Rabengelache, ey, das stimmt einfach. Aber ich, also, meine Lache hat in den letzten 4 Jahren so eine Entwicklung hingenommen. Also eine Zeit lang hatte ich eine übelst prägnante, hohe, keine Ahnung, womit man das vergleichen kann, hatte ich irgendwann eine Goofy-Lache. Ja. Jetzt bin ich beim Raben angekommen. Ey, die Goofy-Lache, die war richtig geil. Ja, aber warum ist die Goofy-Lache weg? Ich check's auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, shit. Nutella mit oder ohne Brot? Ohne Brot. Okay, gute Entscheidung. spielst du heute noch was? Yes, Darius, tatsächlich spielen wir Wii Party U. Yo, Jasmin, danke schön für die Chaya. Nice. Okay, quitt ich die dann rüber. Sonst kannst du dir das Abo nicht mehr leisten, was? Ja, kritischer Hase. Ey, Leute, meine Zeit läuft gleich ab. Dankeschön für 1,75, Jasmin. Wannabe, willkommen im Stream, hi. Im Stehen oder im Sitzen abwischen? Das sind die wichtigen Fragen. Galia, grüß dich, hi. guten Abend, wünsche euch einen beiden schönen Stream. Fabrice, das wünsche ich dir auch, dankeschön. Was wirst du so in Zukunft spielen? Monopoly? Ah. Ja. Also Monopoly, das Game ist halt echt... Gibt's ein Monopoly-Game oder reden wir von Real Monopoly? Wir spielen, wir reden tatsächlich vom Monopoly-Game. Ach was, okay. Tatsächlich, okay. Ja. Ist nicht so ganz ausgereift, der Online-Modus. So, grüß dich, hi. Ich regle mal ein Abo rein. Ehre, Justin, ehrenvoll. Aldin, how's the Ryan? Und fehlen noch 998,25 €, um ihre Nummer zu revealen. Stimmt. Ja, Freunde, haltet euch ran, ne? Kappa. Yo, David, guten Abend. Hast du einen Trailer von der Cuphead Show von Netflix gesehen? Yo, ich bin mega gespannt, wie es wird. Ich auch. Du auch, ne? Du fandest den Trailer auch hammermäßig, Der Trailer, oder? Der war sick. Hat er dich vom Stuhl gehauen? Fast. Wie beim Reise nach Jerusalem spielen. Mhm. Top. Rit. Floyd, grüß dich, willkommen im Stream. Ismail Merchan, hi. Naja, du musst noch mit Hübi Monopoly spielen. Du, Sasch Master, wir haben letztens Hübi im Stream angerufen. Und er meinte, es war nur ein Spaß, also er ist nicht dabei. Dementsprechend müsst ihr ihn überreden, ne? Gero, grüß dich. Welchen Modus werdet ihr in Wii Party U spielen? Boah, das gucken wir ganz spontan, ne? Oder? Mhm. Wie oft hast du das Game schon gespielt? So einmal vielleicht? Hm? Ich weiß nicht. Wirklich schon einmal? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, du, blind. Sehen wir gleich. Safe Call. Ja, da gibt's nicht viel zu beachten. Glaube ich zumindest. Weiß nicht. Kann Jetzt. Man da Bowling spielen und so? Nein. Perfekt. kann man da T-Shirts bügeln? Ja, ich wollte schon immer mal T-Shirts bügeln. Safe, oder? Mitten in der Nacht. Hä, aber jetzt mal Real Talk. Es gibt ja einen Simulator von jedem Game. Landwirtschaftssimulatoren, Bussimulatoren. Warum gibt's denn nicht mal einen Haushaltssimulator? Wo man ein bisschen Staubsaugen, Geschirr spülen, Pflanzen gießen, T-Shirts bügeln, Fenster putzen. Ja, ja. Also Gartenarbeiten. Müll rausbringen. Geil. Die Wandstraße in Umzugssimulator. Boah. Ja. Wäre heftig, oder? Safe. Du hast ja.
Gibt es sogar. Es gibt einen Haushaltssimulator? Ach, was? Hymini, grüß dich, hi. Ja, was? Nächstes Mal dann, ne? Ja, safe. Reelt, gibt es. Junge, ich kack mir ins Hemd. Shit. Hey, ihr zwei gut aussehende Menschen. Ach, dankeschön, CAC. Moin. Junge Hoxton, du geile Sau, grüß dich, Mann. Hier Hoxton ist Max. Ah, moin. Er schreibt einmal im Stream hi, ja, und dann siehst du ihn nie wieder. Sehr gut. Du Sack. Du zerstörst meine Watchtime. euer Lieblingsfilm. Grüße von Kim. Ey, Grüße an Kim zurück. Achso, Lieblingsfilm, ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, Lieblingsfilm, boah, Harry Potter. Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Wahl, ne? Mhm, und deine? Der menschliche Tausendfüßler. Nein, Spaß beiseite. Kartoffelsalat. Nein, auch Spaß beiseite. Boah, also ich kann noch keinen Lieblingsfilm so an sich benennen. Ich würde eher sagen, generell Marvel-Filme. Mhm. Also einen richtigen Lieblingsfilm habe ich, glaube ich, nicht. Wolf of Wall Street. Geiler Film. Kann ich mir jedes Mal reinziehen und ich mache jedes Mal mit. Ja, ja. Ja. Du machst mit? Ja, bei. Ja, ja, okay, okay. Schön, schön. Schlag mal deinen Manager vor denen, bring deinen Riggler mit zum Arbeitstag. Genau, Nico, genau. Okay. David bringt den Müll nicht raus, denn Hübi und Nintendo haben sich schon mit dem Müllturm beworfen. Eben, genau so ist es, ne? Genau so ist es. Project X. Schwierig. Boah, hast du Project X schon mal gesehen? Das ist ein genialer Film. Ja. Da passieren so gewisse Dinge. Ja, da passieren ein paar Dinge, das stimmt. Melanie, kannst du die Frage nochmal wiederholen? So, ich würde sagen, wir starten mal gleich. Währenddessen unterhältst du den Chat, weil ich eine Fernbedienung holen muss. Und dann hast du 3,5 Sekunden Zeit, alleine mit dem Chat zu reden. Geil. Und ja. Endlich. Richtig. Darauf hast du gewartet, ne? Okay. Tschüss. Warte mal ab, gleich beleidigen mich alle. Aber ich merke mir alles, ich schwöre. Alles gut. Ich sag's ihm nicht. Hey. So, ich bin wieder da. Okay, das waren einfach 2 Sekunden. Ja, ich hab doch gesagt, 3,5 Sekunden. Kannst du wieder gehen? Ja, safe. Ich kann ja, weiß ich nicht, kochen oder so. Okay. Ja. Hier, der Rigger. Danke. Gerne. Danke. David stinkt, David stinkt. Warum denn immer David stinkt? Stimmt. Scheibenkleister. David ist so schnell. okay, wir sind ehrlich weg. Alles klar, Niklas, hau rein, ne? David stinkt nach was. Ich hasse den so. Ihr seid alles solche Säcke, wisst ihr das? Ich auch. Ich hab's dir vorhin noch gesagt. Ich hasse dich. Ich hab alles vor euch gegeben, alles vor euch getan und was passiert? Ich werde in Grund und Boden beleidigt. Meine Familie wird bedroht. Okay, okay. Melanie fragt, wann du Geburtstag hast. Und danke, Feuermeister. Im Juni habe ich Geburtstag, Anfang Juni. Und welchen genau? Am 5. Juni. Ich erwarte Geschenke. Uff. Kritische Hase an der Stelle. Ja. David, ich möchte ein Kind schenken. Ist in Ordnung. wer ist älter? Ich bin tatsächlich älter. Ja. Ich bin voll alt. Das stimmt. Ha. Chaya hat David Swinkler in der Hand. Es ist doch gar nicht 22 Uhr. Schön. Alles gut. Dann bist du gerade mal 2 Monate jünger als ich. Ja, okay. Tschüss. So, na endlich schreibt ihr, ne? Freunde, als ob das so relevant wäre, das Zocken. Endlich sind die am Zocken. Du bist okay. Halt langweilig, was soll ich sagen? Ja, ich bin halt übelst. Es ist auch vollkommen okay, dass ich langweilig bin. Nein, eigentlich nicht. Ich weine immer. Oha, sie wirft den Riggler. Oha. Alles gut, ich mach das später wieder gut. Schön. David gönnt sogar den DX Racer. Ja, guck mal, ne? Ich bin schon voll der Ehrenmann, oder? Voll. Ja. Mhm. Ja. Ich hab nur diesen Dreckstuhl von Phil. Wisst ihr, Phil verdient im Monat in seiner Firma 10.000 Euro und kauft sich nie was Vernünftiges. Ja doch, wahrscheinlich hat er den deswegen ausrangiert. Wahrscheinlich schon, ne? So, Müll. Jonathan, grüß dich. Du zockst Wii U, Geringverdiener. Hey!
Ey, Geringverdiener, wer keine Wii U hat. Ich zum Beispiel. Ja, das ist gut, das war nur ein Spaß. Ja, alles gut. Ali, hi. Ich meine dann auch später. Nein. Andau, nein. Und Sebi, grüß dich. Wie Party, Jonathan, du geile Sau. Es gibt nichts Besseres als mit Shaya, das... Stimmt. Okay, also wir haben drei Modi. TV-Party, House-Party, Gamepad-Party. Mhm. Gamepad-Party sehen die Zuschauer nicht, dementsprechend müssen wir von eins von den beiden entscheiden. Mhm. Okay. Keine Ahnung. TV-Party, oder? Mhm, klingt gut. Was davon möchtest du nehmen? Ja, okay, das müssen wir schon mal ausschließen. Warum? Das ist so 2-4 Spiel. Ah, nee, das können wir ja sogar. LOL! Wir sind doch zwei. Wie viele sind wir? Eins. Scheiße. Okay. Alina, mach ihn fertig, ich bin auf deiner Seite. Okay, Minato, merke ich mir. Der immer wieder anders lost. Ja. Oh Mann, ey. David 2 kann 2 nicht zählen. Eben, Wii Modenshow. Boah, Modenshow müssen wir gleich mal spielen. Wir starten mal mit dem Brückensprinter. Das ist immer ganz gut, damit zu starten. Klar. Okay, 2, oder? 1. Okay. Okay, wir spielen doch Wii Modenshow. Alle sagen, wir sollen das spielen. Beweis im Brettspiel Mii Modenshow, dass ihr Stil habt. Hast du Stil? Nein. Okay, ist in Ordnung. sammelt auf dem Weg zur Bühne Outfits und kombiniert diese geschickt, um möglichst viele Punkte zu... Okay. Ist gut. Ja. Adritendo, grüß dich. Mii wechseln, oder? Ja. Nee, komm, wir bleiben mal so. Also du bist Gast B, mhm. Ich bin Gast A. Okay. Du bist Gast B und ich bin Gast A. Welcher Gast bin ich? Du bist Haik Xiang. Ich wäre gern Gast C für Chaya. Ja, stimmt. Ja, du kannst aber auch Cheng Han sein. Nee. Gast B ist schon in Ordnung. Na, okay, geht in Ordnung. Alina größer David. Okay. Ja. Real. Ist so. Kilja, grüß dich, hi. Der Bankkaufmann hat Stil, ja. Ich bin auch Bankkaufmann, Leute. Tatsächlich, ne? Wo arbeitest du? Ich arbeite auch bei der Sparkasse, aber bei einer anderen, weil mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Verständlich. Das wird halt nicht gut enden und so, ne? Warum? Aufgrund der Brownschen Molekularbewegung. Ach so. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Witz gebracht habe, weil das immer sehr intelligent klingt, wenn man das so sagt, weißt du? David ist Bankkauffrau, ist fast dasselbe. Ja. Aritendo, ich habe jemanden gegrüßt, der heißt Adritendo. Rild. So, ich habe das, glaube ich, noch nie gespielt. Das wird blind für uns bald, diese Modi. Ja. Let's go. Random Phil, grüß dich, hi. So, Nein, wir kennen uns tatsächlich nicht von der Sparkasse. Wir kennen uns schon, Du kennst mich seit meinem 18. Geburtstag, ne? Mhm. Lustiger Funfact, heute vor 4 Jahren war mein 18. Geburtstag, also die Feier zumindest. Ja, Glückwunsch, ne? ich habe heute Snapchat-Rückblicke gesehen und ein Kumpel hat dich dort mitgeschleppt, ne? Ja. Richtig. Ja. War ein bisschen cringe, aber war okay. Ey, bisschen cringe ist in Ordnung. Ja. Mit bisschen cringe muss man immer rechnen. Ja. Hi, David und weibliche Person daneben. Hi. Ich bin Chaya. Ich find's so lustig, also ich sehe das in den Statistiken, 85% der Zuschauer sind männlich und ich fühle mich immer wie so, weiß ich nicht, in einem Zoo. Was? Warum? Wegen solchen Nachrichten. Ist okay, oder? Ist in Ordnung. Ein bisschen cringe schadet nie, true, ne? Kann ich bei dir vom Knacksclub auf ein normales Konto wechseln? Nein. Also bei mir tatsächlich nicht mehr. Knacks for life. Eben. Aber hieß es nicht irgendwann S-Club? Bei euch. Bei euch? Nee, bei euch. Bei uns? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Eigentlich auch egal, oder? Das Stream besteht nur aus reinem Cringe. Digga, Spiegel. Okay. Die Spieler benötigen sowohl das Gamepad als auch Re-Fernbedienungen. Das Gamepad muss in der Mitte des Spielbereichs liegen, damit es jeder sehen kann.
Ja, Rilt. Cool, dass ihr es nicht sehen könnt. Das Ziel in diesem Spiel ist, Kleidungsstücke aus dem Spielbrett verteilen, Geschäften zu ergattern, zusammengestellte Outfits bewerten zu lassen. Okay, fast 200 Likes. Tschüss, Dankeschön. Werft ab und zu einen Blick auf die Übersicht des Spielbrettes und die Outfitliste auf dem Gamepad, okay? Ich hab dir null zugehört. Ja, ist in Ordnung. Ich hab auch halb gelesen. Okay. Ah, guck mal, du musst irgendwann Stopp drücken. Okay. Okay. Digga, ich hab räudige Rotzschuhe bekommen. Ah, ich bin nackt! Huh? Huh? Scheiße. Alina, sag mal Rilt. Rilt, ja. Yeah. Auf jeden Fall. Dejaneve, willkommen im Stream. Möge der beste Spieler gewinnen. Alright. Guck mal, ich habe schon mal eine schwarze Hose. Alles wie immer. Was ist deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Ja, wusstest du, dass Schwarz keine Farbe ist, sondern schwarz einfach nur die Kontrast. Abwesenheit von Licht? Ja. Ich will auch mal klug scheißen. Ich möchte nochmal wiederholen. Ich hasse dich. Hallo. Okay. Gast A, guck mal, ich beginne. Würfeln, Karte, Artikel, Übersicht. Du brauchst die Klugscheißeritis-Pille. Kennst du die Klugscheißeritis-Pille? Ja, aber die sollst du echt mal nehmen. Ich glaube auch, ne? Warte, Karte, Artikel, Übersicht. Ich würfel mal. Standardwürfel, Zweifachwürfel. Habe ich den Zweifachwürfel nur einmal oder warum kann ich das auswählen? Wahrscheinlich schon. Ey, yo, guck mal! Erhält folgende Artikel: Rockstar-Brille. Geil. Hat er die Stil? Safe, oder? Fresh aus. Nice, okay. Let's okay. go, würfeln. Aha. Ja. Aha. Aha. Tschüss, ne? Warum kommst du her? Ah, oh, Minispiel, jawoll! Gewinn dieses Spiel und du erhältst einen Artikel deiner Wahl. Alright. Okay, okay. Omega Lul. Safe, ne? Mango Spiel und grüß dich, hi. Okay, bitte greife nun zum Gamepad, Gast B. Du brauchst, um das nächste Spiel zu spielen. Hä, das sieht man ja gar nicht dann als Zuschauer. Ist ja lost. Ja, übelst. Nee, drück mal okay, vielleicht sieht man das ja wirklich. Ist das Touch? Ja. Ah. Das ist wirklich Touch. Die Frage war auch ernst gemeint. Achso, okay. Ah, guck mal, der Gamepad-Spieler bedient eine Boxmaschine, mit der er seine Gegner von der Plattform fegen muss. Er gewinnt, wenn alle Gegner... Okay, also du musst uns runternieten. Oh, safe. Komm, wir drücken mal, üben. Ja, drück. Wann kommt das erste Sparkassen-Monopoly? Bald. Wolfie, go Alina. Justin, hi. Boah, keine Chance. Safe, warte mal. Ja, die Steuerung kriegst du schon irgendwie raus, glaube ich. Es erstmal üben, alles gut. Ja, ja. Okay, warte mal kurz. Okay, yes. Drücke 2, du A. Fanatica, willkommen Stream. Okay, okay. Dann müssen wir Safe A drücken oder so. Warte mal, A, okay. A, okay. Ja, A, okay, ja, genau. A, du musst A und dann okay. Okay. I go. Ey, das ist ja übel. Jo, ja, okay, alles gut. Das war nur üben. Willkommen Stream. Okay. Ey. Alles gut. Ich muss meine beiden Hände gleichzeitig benutzen. Wie? Kriegst du das hin? Nein. Ich glaube auch nicht. Alles gut. Du musst immer. Ah, okay. Ah, okay. Let's. Here we go. Ja, es ist voll. Junge, was ist das für Müll? Was für Müll? Ah! Irene! Hilfe! Hä? Junge, was willst du denn? Alina ist rasierend. Ja. Ja, alles gut, du. Ja, ist okay. Ich ne? muss dich auch mal gewinnen lassen. Woher hast du eigentlich das Ahegao-Shirt vom letzten Video? Kennst du mein Ahegao-Shirt? Nee. Oder? Nee. Okay. Zieh's an. Du kannst dir beide Rayos aussuchen. Ich such schon. Okay, was meint ihr, sollen wir nehmen? Sollen wir so einen Piratenhut nehmen? David hält mich sowas von gefangen. Ja, safe Piratenhut. Safe, safe.
Moin, gute Laune, Typ, was geht? nein, ich bin nicht die Freundin vom Viertel-Italiener. aber wir sind so. I go. Geil. Heftig, oder? Kannst du es jetzt wieder ausziehen? Nein, jetzt lass ich es an. Mara, willkommen im Stream! Freunde, wie viel Geld, dass ich damit zur Arbeit gehe? 2 Euro. Das kann man... Ist gute Laune-Typ auch hier? Ew, oha, wie schön, sexy und hübsch zugleich. Da werde ich direkt wuschig. Und hallo, Alina. Tim weiß, wie man mir schmeichelt, weißt du? Yo, Lena! Dankeschön für 13 Monate! Ich meinte eben natürlich David. Ja, ja. Danke für deinen Support, Diggi. Regel. Weißt du, Tim und ich haben so eine polyamore Beziehung mit Sefi. Mhm. Sefi kennst du, ne? Ja, ich kenn Sefi. Aber ich muss dir trotzdem einmal das Bild zeigen. Ich kenne auch das Bild. Aber ja, zeig's mir. Es ist heute was ganz Dummes passiert. Ja? Mein Bilderrahmen ist kaputt gegangen. Girl, warum? Ja, ist mir auf den Boden gefallen, das Sefi-Bild. Bisschen Spucke, dann nellt das wieder. Okay, top. Freunde, Sefi, ich liebe ihn. Und ich würde ihm ein Kind schenken. Ich kann nicht, ohne an ihn zu denken. Okay, du musst A drücken. Ah, sorry. Hast du meinen nice Piratenhut gesehen? Yo! Hast du mein Aigao-Shirt gesehen? Ja. Nice. 13 Monate, echt krass, Lena, danke dir. Wie war deine erste Reaktion auf das Bild? Ich bin ein bisschen nervös geworden. Jetzt ist mir ein bisschen warm. Verständlich, ja. Hab ich auch immer, wenn ich Sefi sehe, weißt du? Ja. Okay, Cheng Wang Hai würfelt. 3, ist in Ordnung. Besser als du. Ja, aber guck mal, der andere in dem grünen Shirt hat auch nur eine 2 gewürfelt. Woher hast du das Shirt? Das wurde mir von der Ahigao zugeschickt. Nice. Ja. Voll süß. Übelst, ne? Okay. Achso, man hat nur einmal diesen Zweifach. Ja, come on. Müll. Ah, guck mal. Ha! Sorry, das ist ein Piratenhut. Schön. Schön, schön. Wieso so viele Zuschauer? Doch wohl nicht wegen Alina. Nein. Ja, safe wegen Alina. Freunde, Marketing. Marketing. Ey, du verkaufst mich hier das. Ja, nein. Es ist schon in Ordnung, wenn du demnächst ohne Grund auf meinen Thumbnails bist, oder? Obwohl du gar nicht vorkommst. Also, war nur ein Spaß. Woher hast du überhaupt Bilder von mir? Huh? Hast du dich gefragt, wo ich das Bild auf dem Thumbnail heute hatte? Nee, das ist von dem Pokémon-Video. Ja, genau, richtig. Habe ich rausgescreenshottet. Ja, ja. Ja. Alter, geil. Rockstar-Kostüm, also ein Piratenhut und Rockstar-Kostüm. Ja. Der Social-Media-Boss der Sparkasse. Du musst A drücken. Ja, weiß ich doch. Ja, alles gut. Ah, okay. Ach, egal. Tja, so ist das, wenn mal nicht nur ein Wriggler vor der Cam sitzt. Eben, ne? Ja. Willst du nicht mal den Alina-Ordner leaken? Ach, Jonathan. Halt dein Maul. Besser nicht. Ja, da sind unter anderem Bilder von ihr drin, wo sie Bären jagen war. Das ist nämlich illegal. Richtig. In Kasachstan. Da ist es legal. Das ist legal? Ja, ja, da mache ich das öfter mal. Achso, ja, okay. Ja, da kommen auch die Bilder, ne? Volle Ehre, Mann. Gibt's Alina neben dem Cream Gaming Stuhl? Ja, muss, ne? Oh! Du hast einen 1, 2, 3 Würfel. Wozu brauche ich den Müll? Was ist eigentlich der Sinn? Wir sammeln jetzt irgendwelche Klamotten. Dämlichen Klamotten. Und warum komme ich. Mal, ziehst du eigentlich komplett das gleiche an, was ich hatte? Ja, ja. Okay. Warum? Why not? Martin, grüß dich, hi. Das ist ja 3 Würfel inzwischen. Ja, klar. Ich sammle Würfel, weißt du das nicht? Ich nehme jetzt mal so einen doppelten. Wenn du jetzt eine Doppel-6 machst... Ja? Wir müssen eine lustige Wette aufstellen. Olli, grüß dich, by the way. Freunde, Doppel-6, was passiert dann? Ich will Vorschläge lesen. Ja?
gute Vorschläge. Ein Moment, du musst immer auf den Delay warten. Ja, ja. 6 Sekunden ist der Delay meistens. Plus ja, ja, eine Backpfeife, okay. Backpfeife? Mhm. Deal, okay. Okay. Socken ausziehen. Junge, Ukifi. Hot Tub Stream, übertreib mal komplett. David zieht sich aus. Perfekt. Kevin bekommt Stream. Und Nintendo Gamer, ja komm, kannst du mir eine Backpfeife dann geben, ist lustig. Okay. Oh, schade. Später, später. Ich hab ja noch so einen Würfel, ne? Ja, okay, da hast du recht, ne? Was hast du jetzt? Römerstiefel. Ja, ey, das ist auf jeden Fall der neue Drip. Die waren vor 10 Jahren mal in, ne? Eben. Als Justin Bieber noch eine hohe Stimme hatte. Mhm. Mhm. Alles klar, Lena, hau rein. Ciao, ciao. Am Start könntet ihr die Kostüme verstellen und vollständigen Kostüm gibt doppelte Punktzahl. Ah! Ah! Okay. Das ergibt Sinn. Mhm. Ja, scheiße, ne? Mr. Mystery, willkommen im Stream. Yo! Mario! Wie wird das da geschrieben? Warum sieht das so strange aus? Ach so! Ah, jetzt verstehe ich das Game. Davids Gedanken ginge. Hä, wieso? Ah, ach so! So ungefähr so sah es aus. Jetzt habe ich das Game endlich gecheckt. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen! Oh, Klamottenklau. Ich klau dir so safe jetzt was von dir. Nein. Was magst du am meisten? Die Römer-Sandalen. Die habe ich ja selber. Du hast fast alles davon selber. Ich brauch so einen Rock. Soll ich jetzt... Oh, Piratenhose. Soll ich jetzt ohne Hose jetzt chillen? Das habe ich nicht gesagt. Okay. Okay, lege verschiedene Früchte auf die Waage, sodass die Anzeige in den blauen Bereich rückt. Achte auf das Zeitlimit. Okay. Hä, müssen wir das zusammenspielen? Ist ja mega. Wack. Zeig auf die Frucht, die du nehmen möchtest und halte A gedrückt. Um auf sie... Okay. Ah, okay. Okay, ah, okay. Beweg die Frucht über die Waagschale und lasse A los. Okay. Bist du bereit? Ja, ja. Wollen wir direkt starten oder... Starten, oder? Üben ist für... Ja, let's go. Okay. Davids geistige Mechanismen sind mysteriös und komplex. Safe. Warte mal, wo bin ich überhaupt? Du bist rechts. Ja, Gasbe. Wo ist mein Finger? Du musst da drauf zeigen. Da drauf, okay. Aha, aha. Ja, ja. Okay. Und dann kann man den Finger sehen. Lieblingskonsole. Hast du eine Lieblingskonsole? Habe ich überhaupt eine Konsole? Ah, okay. Safe hast du eine Konsole. Ah, guck mal. Ah! Hä? Okay, du musst irgendwas draufpacken. Ja, ja, okay. Ah! Gedrückt halten und dann loslassen. Ja, 250 ja. Likes voll machen. Okay, ich kenne die Steuerung. Okay. Ah, okay. Und wer es full macht, der... Ja? Der hat's gewonnen? Smoothie. Okay. Yo! Der Witz. Ist ja mega. Ist ja mega der Witz. Ich dachte, ja, scheiß drauf. Ja, GG, ne? Ja, ja. Zum zweiten Mal. Ich bin noch in der Aufwärmphase. Oh mein Gott. Ey, ja. Auf jeden Fall. Nee, ich spür's gerade nicht so. Das wird nicht so eine hohe Zahl hier. Okay. Aha, wow, okay, das war ein gutes Gefühl. Okay, sehr ist da. Ah, guck mal, Piratenstiefel, geil. Gib mir meine Hose wieder. Niemals. Ihr müsst es genauso machen wie bei Mario Party, komplett ohne Üben und zu wissen, die... Ey, wir hatten, im Oktober kam ein neues Mario Party raus. Das hatten wir gestreamt und als Regel, yo, ohne Üben und ohne Steuerung angucken. Mhm. Das war die größte Rotze überhaupt. Ja, ja. Ja. Safe. Das ist so, als ob dich dein Fahrlehrer ins Auto reinsetzen würde, ohne Theoriestunde und sag, fahr. Los geht's. Los geht's. Ja, und wie fahr ich? Los geht's. Indem du fährst. Fahr einfach los, Bro. So wie du's denkst.
Oh shit, extra Chance. Yo, Alex! Du kannst so gut! Dankeschön für 2 Euro! Ich hab meine Hose noch, weil ich gewonnen hab. Geil! Eins ist ein taubes Nüsschen, 2 Euro. Heute ist ein guter Tag. Boah, Alina, was sagt man? Mashallah, einfach die Hose. Ja. Und zu Alex? Moin. Ich habe keine Manieren, ich weiß nicht, was ich sagen muss. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Du sagst einfach jedes Mal Moin dann. Ich sag immer Moin. Ist gut. Jo, das ist ein Spiel für mich. KLP, willkommen im Stream. Alex, dankeschön für 2 Euro, heute ist echt ein guter Tag. Okay. Und Pokémon Mond Quacks, grüßt euch. Okay, Striche geschwind wie der Wind, ne? Genau, also genau. Die Steuerung. Achso, halte Steuerkreuz und 2 gedrückt und dann das beides gedrückt halten und dann musst du den machen. Ja, ja. Okay. Das mache ich auf der Arbeit auch immer. Safe. Du auch? Ja. Top. Okay. Bist du ready? Nee. Warte mal, müssen wir nur so... Aha. Okay. Okay, und dann? Was müssen wir machen? Okay. Bewegen, bewegen. Hey, bewegen. So, so, so. Okay, okay. Hä? Warum kannst du... Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Hanna, willkommen im Stream. Tja, was soll ich machen? Hä? Du hast viel langsamer gemacht. Muss man das mit Gefühl machen? Ich hab's mit Gefühl gemacht. Scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Ey, langsam ist das echt ein... Das ist das dritte Minispiel jetzt. Ja. Ja, ja. Ihrer war länger als deiner. Safe. Okay. Das ist, Also, du musst jetzt probieren, das Outfit voll zu bekommen. Ja. Ich hab doch eigentlich schon alles außer das T-Shirt, oder nicht? Dann nimm's. Ja, ich nimm's. Nee, vom Piraten-Outfit fehlt noch ein bisschen was. Ah, die Schuhe. Oder? Nee. Ich glaub doch, ja. Er ist ja mega stylisch. Hi, Con, grüß dich, hi. Hä? Wähl ein Outfit aus, für das du einen Artikel gewinnen willst. UGP! Dankeschön! Gib Alina 50 Cent davon. Gib Alina 50 Cent davon. Schon mal die halbe Rente. Stimmt. Ich nehme das Alien-Outfit, Astronautenhelm. Ja, nice. Ich bin sowas wie ein Astronaut, musst du wissen. Ciao, Tendo, hau rein. David ist wichtiger als Schule. Safe, Flamme Aura. Aber erzähl das bitte nicht deiner Mom. Mütter mögen David gar nicht. 9 von 10 Müttern hassen diesen Streamer-Trick. Safe. Okay. Wenn das so weitergeht, verzweifelt David noch komplett so krass, wie du Ini Hobbs nimmst, Alina. Ja, genau. So schockiert ist sie schon. Ja. Sterben. Okay. Hey, geht's dir gut? Ja. Okay, schwörst du? Ich schwöre. Dann muss es stimmen. Okay. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Und Tino, grüß dich, hi. Was für Rolltreppen? Okay. Rolltreppen, ne? Okay, der Zweifachwürfel. Gleich verkacke ich nicht. Glaube ich zumindest. Yo! Kannst du dir Pumps anziehen, bitte? Gerne. Probier's zumindest. Ade. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Streambeschreibung und fragen Sie Ihren Umlautmann. So. Ich hab doch gesagt, komm später. Ist das eigentlich dein kompletter Ernst? Wie ist das denn? Hä? Erstmal gewinnst du jedes Minispiel und dann auf? Ja, heute ist... Ich hab heute gewonnen. Luisa, hi. Ja, Backpfeife, ne? Ja, ne? Mhm. Du willst die einlösen? Später. Na, scheiße. Ich will noch ein paar sammeln erst, sonst will ich die richtig verprügeln. Am Ende Stream einfach abgebrochen. Ich muss jetzt leider den Krankenwagen rufen. Oh shit, oh shit. KGG, danke dir.
Okay. Dann wollen wir mal sehen, wie viele Punkte du mit diesem Outfit erzielen kannst, okay? Let's go. Ist das viel? Ist komplett. Sag ich doch, ich bin einfach Pirat durch und durch. Ja, wie fühlst du dich? Heute nicht so ein langer Stream, weil ne, später weiß er noch, was ich vorhab, ne? Und deswegen muss ich relativ früh los heute. Ja. Okay, du musst A drücken. Ja, weiß ich doch. Ah, okay. Aha, genau, genau. Für den Win gibt's eine Backpfeife. Jetzt hör mal auf! Hä? Was passiert hier? Du hast Piratenstiefel erhalten. Und so ah, die hast du schon. Ja, ja. Ja, der 2-3 Würfel ist Schrott. Meinst du? Vermutlich. Keine Ahnung. Ken, willkommen im Stream. Grüß dich, hi. Hä, so eine Rotze. Hä, ist doch gut. Ja, 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 ja. Alles gut. Ah, egal, grüß dich, hi. Astor, ich hab nur Chaya gelesen und dachte mir nur rein da. Uff. Weißt du, ich lese heute Namen im Stream-Chat, die habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ja, gern geschehen. Und du sagst dann, willkommen im Stream, hi. Hä? Yeah! Einfach eine 18. Sie ist nicht mehr 12, sie ist über 18. Nice. Nice. Okay, Cheng Han. Okay, ich check langsam auch, dass das Ziel ist. Ja. Sehr gut. Aber man kann, mehrere Runden kann man auf jeden Fall gehen. Ja, ja. Okay, dann wollen wir... Als ob er auch ein komplettes Outfit hat. Ah, ja, mega cringe sind denn nur 7 Punkte. Ah, nee, die Schuhe fehlen noch. Ah. Cringe, wenn die Schuhe fehlen. Schon, oder? Ja. Barfuß unterwegs. Marco, hi. Moin Moin, mein Bester, erinnerst du dich noch, als du meine Katze vom Baum gerettet hast? Kirby, safe, letzte Woche. Geil. Eben. Also ich bin halt ein Wohltäter. In jeder Lebenslage. Und das Gut der Allgemeinheit liegt mir wirklich... Oh, guck mal, da kann man ja schütteln. 6. Boah, wäre es jetzt wieder die 1 gewesen, ich hätte gequittet. Scheiße. Ja, Präsentation. Präsentation. Okay. Hä, 7 Punkte, voll in Ordnung. Fast. Ja, geht, ne? Ja. Achso, lol. Okay, einmal stoppen bitte. Hassan, willkommen im Stream, hi. So. Zeitlupenwürfel. Ja, moin. Mega OP, cool. Okay. Ist nice, ist oder? Ist das gut? Bestimmt. Bestimmt. Döner, welcome back. Mod-Thema erledigt. Jo, Freunde, wir haben beide Raids, 2 neue Mods jetzt im Team. Einmal Momo und einmal Ahegao, deswegen einmal... Mach mal so Winke-Winke-Smileys in den Chat und du machst auch Winke-Winke. Yeah. So, neue Runde, neues... Ah, nee, du bist. Ach, Leute. Endro und Mattes, hi. Ja, das sieht aber schon fresh aus, so ein bisschen wie Elvis Presley. Ich fühle mich auch ein bisschen wie Elvis Presley. Wie Elvis Presley. Dieser scheiß Piraten, ne? Ey, du bist einfach durch und durch ein Pirat, ne? Ja, ja. Alina, schau später in den Keller von David, wenn du die neuen Mods begrüßt willst. Ich wohne doch da. Nein, du wohnst in meinem Kleiderschrank. Ich werde da auch gehalten. Ja. Momo, kannst du den Mod-Status ablegen, ist besser für alle. Du musst wissen, Momo wird immer sehr gerne gemobbt. Weil er ist halt Momo. RIP. Aber das Ding ist halt, dadurch, dass er so sehr gemobbt worden ist, dachte ich, gebe ich ihm Mod-Status. Geil. Damit er wieder so ein bisschen, Lebenswillen. Lebenswillen bekommt, das und in die Gesellschaft integriert wird. Ah, genau, ja. So wie nach dem Knast. Ja, ja, genau, genau. Ja, 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 ja.
Ah, ich bin wieder dran. Lel. Dann nehmen wir mal den Standardwürfel. Chai hat eigentlich schon gewonnen, das holst du nicht mehr auf. Ja, das denkt ihr noch. Ja, come on. Schon wieder derselbe Kackladen. Krieg ich jetzt irgendwas? Rockstar-Brille, danke für nix. Ist doch nice. Ja, schon, oder? Schon. Obwohl der Übel muss den 1, 2, 3 Würfel irgendwann nehmen. Warum? Ich kann doch den Standardwürfel nehmen. Warum soll ich nicht den Standardwürfel nehmen? Vielleicht werden die Würfel irgendwann voll. Nein. Oh. Ha! Ha! Oh man. Wie ist denn die Einrichtung im Kleiderschrank, Alina? Buschlich. Leon, hi. Das ist eine schöne Einrichtung. Am besten gefällt es mir, dass wenn man da durchgeht, dass es dann schneit. Okay. Und was ist dahinter? Dahinter? Ja. Ja, dahinter ist so Wald und so, ne? Okay, und was für ein Wald? Ein Nadelwald. Welche Art von Bäumen ist das? Nordmann-Tannen. Mhm. Mhm. Was ist die Eigenschaft einer Nordmann-Tanne? Das sind Flachwurzler. Ist das wirklich so? Ja. Also, so Nadelbäume sind Flachwurzler. Ne? Warum weißt du denn sowas? Ich bin die Bauschule. Hä? LOL! Es ist immer wieder so erstaunlich. WTF. Weißt du, es sind immer so diese geheimen Fähigkeiten, die Menschen haben, weißt du? Ja, same. Jetzt Lara, komm, stream, hi. Ich weiß noch, Hübi kann Französisch. Ja. Ehrenmann. Absolut. Und ich hab, das wusste ich halt nie, dass er so krass das kann. Dann habe ich im Google Sprachübersetzer irgendwie eingegeben, dass ich einen langen Longschlong habe, das auf Französisch übersetzt, im Stream reingeschrieben und das hat er übersetzt. Und ich saß hier vor und ich so, hä, was? Das ist so voll überraschend. Dann können wir uns ja mal mit dem auf Französisch unterhalten. Geil. Hui. Hui. Okay, here we go. Wir nehmen mal den Standard Zeitlupenwürfel. Standard-Zeitlupenwürfel, klar. Sie? Flachwurzler. Hä? Flachwurzler. Ja, gönn dir den Piratenhut, ne? Shigi, grüß dich. Oh, hab ich den nicht schon? Ja, Rich. Scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. Okay. Wirklich ablegen? Ja, bitte. Ich will auch ein Pirate werden. Ja, voll cool. Felix sagt, er ist halb Deutsch, halb Franzose und kein Französisch. Oh, Felix. Sag mal einen lustigen Satz. Ja. Du bist. Ach so, ja, ja. Ah, okay. Genau, ah, okay, ah, okay. Ja. Okay. War Lina nicht auch am 25. Dezember da? Habt ihr so ein Déjà-vu? Also da, wo ihr mit dem Riggler gespielt habt. Was? Tatsächlich waren wir an dem Abend in Spider-Man drin. Wie fandest du Spider-Man? War tatsächlich voll cool. Ich bin eigentlich nicht so im Spider-Man-Game drin, aber war nice. Okay. Was mach ich hier? Ich bin voll abgelenkt und du lenkst mich ab. Es ist gar nicht bewusst, dass ich dich ablenke. Ja, Spider-Man war auf jeden Fall ein echt cooler Film. Ne? Ja. Auch ganz in Ordnung. Momo! Ich fand es nicht. Ja. Drück erstmal A. Alle Snyder, die mir nichts gönnen, Walla. Alle Snyder, die mir nichts gönnen. Nice. Momo, ich gönn dir alles, Mann. Ich gönn dir alles. Dankeschön für den Euro. Ah, guck mal, du hast einen doppelten Artikel. Ja, warte mal. Ey, by the way, Freunde, erstmal moin, Stiggi. Stiggi ist gerade stockbesoffen. Deswegen schreibt irgendwas Lustiges in den Chat. Weil sein Dad hat heute geheiratet und dementsprechend ist er gerade böse am Feiern. Nice. Nee, ist eigentlich okay, ne? Guck mal, das brauche ich doch hier alles gar nicht. Ja, die Frage ist, was für ein Outfit du haben möchtest, ne? Ich will nicht schon wieder ein Pirat sein.
Ich will das da. Okay. Also, du kannst, glaube ich, dich jetzt umziehen. Warte mal. Ja, aber ich habe das doch schon an. Alles gut, alles gut. Okay. Ja. Nicht so viel Apfelsaft trinken. Ja, doch schon ein bisschen. Ein bisschen muss man sich schon mal gönnen. Tea Time Gum Stream, hi. Jo, kennt man. Hä? Huh? Ich habe einen Fehler gemacht, D-weit. Ich wollte eigentlich nichts mehr trinken. Ja, das sagt man immer, aber dann klappt das nie so gut. Oh, man. Nice. Kevin, ich ignoriere dich nicht, Bro. Alter, Brainy, du geile Sau. Warum sind eigentlich so viele Mods heute da? Nie ist ein Mod da, wenn man einen braucht. Tja. Wer ist denn die heißt Chaya neben Alina? Uff. Uff. Was glaubst du, wenn ich ein Mädchen wäre, welchen Namen hätte ich? Was? Ja, das sind so alltägliche Fragen, ne? Mit denen man sich so beschäftigt. Safe. Ich glaube, du wärst eine Lisa. Meinst du, ich wäre eine Lisa? Ja. Und warum? Du bist ja jetzt schon eine Lisa. Stimmt, okay. Ich bin eine Lisa. Es ist auch ein. Endlich ein Minispiel. Was willst du spielen? Boah, stressig. Heli. Zähler auf gar keinen Fall. Heli-Zwirbler, okay, das finde ich cool. Okay. Lisa. Ich glaube, wenn du ein Mann wärst, du wärst Manfred. Ich wäre Manfred? Ja. Rasten Feministen eigentlich bei dem Namen aus? Wegen Manfred? Mann-Innenfred, bitte. Mann und Innenfred. Mann-Innenfred innen. Ja, schön. So, wir gucken uns mal die Steuerung an. Wickel die Gummibänder auf, indem du die Wii-Fernbedienung kreisförmig bewegst und dabei A und B gedrückt hältst. Halte A für das linke Gummiband und B das... Hä? Ah! Ja. Also wir müssen das gleich aufdrehen, weil ansonsten fliegt man, glaube ich, quer. Mhm. Bist du ready? Nö. Ich auch nicht. Let's go. Hey, wenn ich jetzt wieder verliere, ich raste komplett heute Abend aus. Okay. Spürst du diesen Beat? Siehst du, derjenige war zu lang auf der linken Seite. Oder die. Mhm. Jetzt geht's erstmal nach rechts. I believe I can fly. Morris, willkommen im Stream. Okay. Okay. I believe I can touch the sky. Okay. Achso, ja, okay, man muss auch drehen, ne? Komm schon! Oh mein Gott. Alter, wenn das jetzt nicht geklappt hat, zweifle ich an allem. Okay, wir alle so ein Linksdreieck. Oh, RIP. Geil. Aber ups. Hey, 16 Meter ist auch schon hoch. Erstmal trösten, ne? Ja, safe. Bist du schon mal vom Zehner gesprungen? Nee. Fünfer? Nee. Dreier? Ja. Okay, das war schon hoch, das oder? Das war schon hoch. Und das jetzt nochmal mal 13 Meter. Ja, ja. Also nicht mal 13, sondern 13 Meter drauf. Eins. Ja. Okay. So cool, jetzt kann ich mir den Bums aussuchen. Ja. Ja, rillt! Geil. Nice. Yeah. Ja. Jetzt bin ich zufrieden, ey. Schön. Einmal gewonnen. Ja. Besser als keinmal. Ist so. Synchron fliegen. David E. Telomon, Erotique, Ke Shak Jaya, Kiel, Rencontre, Nepe, Louis Resister. Okay. Oui. Das war. Geil, das hast du richtig gut vorgelesen. Ginny Sipa. Scroll nochmal hoch, bitte. Also. Hier. Also, ja. Aha. Hier. Ja. Kannst du es übersetzen? Ja, warte mal, lass mich kurz lesen. Da steht, David ist. Telemont, heißt es irgendwie sowas wie er hat erzählen? Auf jeden Fall recht. Nee, das ist ein Adjektiv. Das ist ein. Du bist.
Du bist auf jeden Fall sehr erotisch und die Chaya kann dir nicht widerstehen. Hey Leute, ob du das übersetzen kannst? Hä? Ich kann gar kein Französisch. Ich kann gar kein Französisch. Hä, ist ja mega. Okay, krass. Jetzt zuck mal. Ah, okay. Ja, das ist, weißt du, du bist so wie diese Menschen in der Schule, die sagen, oh, ich hab gar nicht gelernt. Oh, ich hab gar nicht gelernt. Ey, das geht so in die Hose. Safe, eine 5. Hä, was? Das wurde eine 1? Oh lol, das überrascht mich jetzt aber. Ja, ich war so ein Mensch. Also ich war nicht so, dass ich immer Thomas gesagt habe, boah, es ist voll die schlechte Note und so. Ich habe einfach immer nichts gesagt und gesagt, okay, ich habe nicht gelernt, weil habe ich auch nicht. Und dann war es aber immer gut. Also gut. Ist ja in Ordnung. Ja. Ist ja in Ordnung. Schon. Oh man, Edin, hau rein. Ah, cool, guck mal. Jetzt spiel ich auch mal so ein Gamepad-Minispiel. Okay. Döner, du warst auch so einer, aber du hast immer verkackt, ne? Du hast gesagt, du hast nie gelernt, hast auch nicht gemacht, aber dann verkackt. Edwin, hi. Oh shit. Hilfe. Ich hab's geschafft. Mit dir. Nochmal Steuerung gucken wir uns erstmal an. Verwende den Touchscreen des Gamepads, berühre einen Diamanten und führe ihn zu dem Kästchen, in dem du es legen möchtest. Lass den Diamanten los. Ach so! Lol, ich muss Diamanten verstecken! 3 versteckte Diamanten müssen gefunden werden, okay. Yeah. Okay, zack. Du musst da drauf zeigen. Ja, klar. Aha. Warte. Aha. Ja. Ich bin voll am Träumen. Alter. Geile Musik. Voll nice, ne? Kannst du ein bisschen schneller verstecken? Ich will die Dias. Wieso entscheiden die sich denn schon in der ersten Sekunde? Man muss erstmal in sich reinhorchen. Meinst du, du kannst mich psychologisch so austricksen? Thomas! Dankeschön! Danke für 2 Euro, Bro. Danke für den Support. Thomas 1829 ist ein taubes Nüsschen 2 Euro. Schönen guten Abend und viel Spaß beim Streamen, geht Thomas. Ba, 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 ba. Auf. Schönen guten Abend und viel Spaß beim Stream. Dankeschön, Thomas. Ich wünsche dir auch einen guten Abend. Ach so, das sind mehrere Runden. Scheibenkleister. Scheiße. Jemand sagt, dein Riggler ist in Hübis Schloss versteckt. Es mag schon stimmen. Hübi meinte mal, ich habe einen schönen Penis. Okay. Nur so als Randinfo. In welcher Situation hat er das gesagt? In einem Stream. Was habt ihr gestreamt? Fortnite. Okay, du hast einen Diamanten gefunden. Ein Diamanten habe ich noch über. Ja, ja. Ey. Digga, als ob ich was sehe. Ich verschluck mich einfach noch mal kurz. Okay. Oh mein Gott. Das ist pure Dramatik. Zu viele Infos. Geht eigentlich. Safe, oder? Shit. Oh no. Haha! Unten links! Vorbei! Ich hab immer gesagt, es wird eine 1, aber es wurde eine 4. Ich hab immer gesagt, ich bekomme eine 2, dann wurde es eine 4. Scheiße, ey. Egal, Lachsfall, Jonathan, ist egal. Ja. Unten links oder das Große, ich bin Gott. Spannung pur, das war echt voll das geile Minispiel, ne? Total. Das. Begeisterung. Yes, die Hose habe ich auch schon mal. Perfekt. Yes, sir. Scheiße, ne? Scheiße, ne? Scheiße, ne? Okay. Yo, Lucky! Danke für den 7. Monat! Schreib es aus! Haus! Haus! Maus! Danke für deinen Support, Diggi. Riggel, Riggel. Riggel, Riggel. Oh, guck mal, dreimal würfeln. What? Let's go. Okay, du musst wieder übersetzen.
ich muss wieder. Warte mal. Jutam David, continue, Kommissar. Also ich liebe dich, David, fahre fort. Was heißt Kommissar? So wie jetzt. So. Ach so. Kommissar. Kommissar. So halt. Kommissar, ja. David, wir lernen jetzt Französisch. Es heißt Kommissar. Kommissar. Oui. Oui. Oh, je t'aime, David. Oh, continue comme ça. Okay. Schön. Finde ich auch. Definitiv. Imagine kein Mitglied sein, Kapi. Er Lucky ist schon ein bisschen cringe, oder? Er bringt uns hier voll Französisch bei. Richtig gut. Übelst, ne? Felix, ehrenvoll. Freunde, es sind noch viel zu wenig Wriggler und Raupen im Chat. Bist du eigentlich schon Member auf dem Kanal? Klar, klar. Ich glaube, das ist eine Lüge. Alright, okay. Klamottenklau. Ey, du Sack, was soll das? Ich habe mir die Hose gerade erst erarbeitet. Tja. Ah, nee, wenn ich gewinne, ist alles easy. Balanciere auf dem Holzfass und rolle übers Wasser Richtung Ziel, denn ich roll mit meinem Besten. Oh mein Gott, okay. Weiche dem Treibholz aus, um nicht aufgehalten zu werden. Ey, das wird richtig anstrengend, glaube ich. Keiner hält mich auf, ich bin nicht Michael Jacksons Haut. Bin ich überhaupt am Start? Hey, lol, nein! Meine? Meine Hose! Meine! Boah, soll ich mal eine Real-Life-Story erzählen? Mir wurde echt meine Hose abgezogen. Von wem? Ich war mal im Gym. Thomas, warte, ich erzähl's gleich sofort. Ich kann nicht so viel auf einmal. Dankeschön für 2 Euro! 29. Zu viel auf einmal. Ich weiß nicht, wer von euch gewinnt, aber viel Glück. Dankeschön. Desaster fragt, wann OnlyFans. Desaster, mal gucken. Bei 20k Abos. Bei 20k Abos verkaufe ich einfach meine Seele. Okay. Ja. Klingt gut. Fortnite, Hot Tub und ja. Neue Storytime. Genau. Ich habe mir mal eine neue Sporthose geholt von Nike. Übelst cool. Und ich habe die Hose geliebt. Die war so ergonomisch und hat sich immer angepasst und es war einfach hammermäßig. Und dann war ich im Gym und habe die liegen lassen. Ja, und ja. Dann ich so am Abend auch, nö. Hab halt angerufen, nichts gefunden. Irgendein Sack hat diese Kackhose mitgenommen. Mhm. Das war so sad. Ich hätte sie auch mitgenommen. Hey. Ergonomische Hosen muss man immer mitnehmen. Ergonomische Hosen muss man mitnehmen, Freunde. Ergonomisch. Ja, traurig, ne? Ja. Aber ich find's generell übel witzig, wie viel und was vor allem ihre Leute so verlieren und vergessen. So bei uns in der Filiale, was da schon alles vergessen wurde. Neulich kam so eine, haben Sie meinen Ehering gefunden? Nö. Warte, was, ein Ehering? Ja. Yeah. Hab ich nicht gefunden. Hab ich schon längst verkauft. Viel Spaß, das dem Partner zu erklären. Schatz, ich habe meinen Ehering verloren. Okay, wir sind jetzt geschieden. Wie teuer war der nochmal? 20k. Uff. Das war gar nicht so schlimm. Hätte auch schlimmer sein können, ne? Ich sag's mal so. Jo. Na, ich geh mal ganz kurz Kippen holen. Hä, du rauchst doch gar nicht. Jetzt schon. Pourquoi? Nas tu pas une copine espèce de cocon. Okay, warum hast du nicht? Kopien ist doch Freundin, oder? Den Rest. Ja, bestimmt. Den Rest, sorry. Alles gut, kein Ding. Felix, schwierig. Thomas! Das war die vorletzte Spende für dich, bist der Beste. Dankeschön für 2 Euro, Bro. Vielen lieben Dank. Vorletzte mit Ankündigung. Ah, Thomas, ich kann nur sagen, Spiegel, Bro. Spiegel. Ist ein taubes Nüsschen 2 Euro. Okay. So, die vorletzte Spende für dich bist der Beste. Diese Runde dauert Ewigkeiten mit der Modenshow. Ja, irgendwie schon, ne? Währenddessen könnte ich schon meine Facharbeit über Frösche schreiben. Oder über Flachwurzler. Flachwurzler, das wird die Facharbeit danach werden. Das wird wichtig für den Bio-LK werden. Mhm. Okay. Ja, nächste Modenshow. Wie würdest du das einschätzen? Sieht scheiße aus. Okay, warum? Guck mal,
Der hat eine Mario-Mütze. Mhm. Piratendingens. Mhm. Und eine normale Hose. Warum so eine schöne Dreiviertelhose? Wenn man die jetzt noch mit weißen Socken und Birkenstocks verbindet, Baba. Ja. So würde ich auf jeden Fall in den Club dancen gehen. Meinst du, Türsteher würde mich so reinlassen? Safe. Ja? Die würden dir genauso eine Backpfeife geben wie ich gleich. Scheiße, da war ja was. Bin in 5 Minuten weg, alles klar, OKP. Was sein muss, muss sein, ne? Warum habt ihr denn alle... Ja, komm, Zeitlupenwürfel. Okay. Aha. 3, 4, 5, 6. Jetzt erstmal eine 1 würfeln, aus Versehen. Spielekind, grüß dich, hi. Wenn man zu lange wartet, you know? Yeah, yeah. Achso, achso, damit skippe ich direkt. Ist ja mega. Ja, mal rein damit. Yeah! Okay. Mhm. Ja, werden die Schuhe jetzt noch passen, ne? Hä? Achso, mit welchem Kostüm ich jetzt starte? Dann bin ich wohl wieder ein Pirat, oder? Nee, dieser Pirat, der macht mich fertig. Ah, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Cringe, wer kein Altgriechisch kann. Kannst ist du so. Altgriechisch? Kannst du kein Altgriechisch? No. Okay. Oui. Oui. Si. No. Read. Ach, nö. Oh. Alina, du zögerst das aber auch hinaus. Das ist unglaublich. Ich wollte eigentlich heute Abend hier ein bisschen entspannen. Tust du doch gerade. Nein. Safe. Ananas auf Pizza ist toll. Habe ich dir ja schon erzählt, dass es jetzt nicht mehr... Stimmt, das habe ich dir erzählt, ne? Mit ja, der Hawaii-Pizza. Hawaii-Pizza. Mhm. Ananas-Pizza heißt es jetzt, Freunde. Ciao. Lea, grüß dich, hi. Oh, wir sind jetzt schon bei Spanisch angekommen. Ah! Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Mi cupón es muy grande. Si, si. Würdest du mit ihr shoppen gehen, David? Und wenn du nein sagst, würdest sie dich dazu zwingen, wenn du ablehnst? Warte, was? Thomas, danke für den Euro. Thomas 1829 okay. Ist ein ja. Taubes Nüsschen 1 Euro. Du musst mit dem Touchscreen auf uns schwingen. Ich muss auf euch schwingen. Genau, richtig. Du musst uns fangen mit diesen Dingenskirchen. Willst du erstmal auf die Frage beantworten? Warte, was? Ja! Kai, danke für 5 Euro. Daniel und Lauchi im Mod-Team. Wie findest du es, dass alle Leute Momo mobben? Bisschen traurig. Okay. Aber passiert, ne? Wie? Tomaten. Und? Und Spinat. Aha. Guck mal, bei Russisch sind wir auch schon angekommen. Oh shit. Russisch ist geil. Ich würde übel gerne Russisch können. Oui. Da. Da. Как дела? Warte mal. Ah, Kai, danke für die 5 Euro. Scheiße, wo bin ich? Oh mein Gott. Wie ist die Steuerung? Was? Hä? Achso, lol. Okay, ich hau die jetzt einfach raus. Ja, genau. Du musst einfach treffen. Du musst treffen. Ich guck gar nicht hin. Ich treffe euch. Safe. Guck mal. Schnell wie eine Biene, stich zu wie eine Fliege. Nein, verdammt, das war andersrum. Ah! Ah! Mein Kannenkopf ist viel zu groß. Das funktioniert nicht. Du kannst mir nicht einfangen. Digga, ich kann mir wirklich überhaupt nichts einfangen. Egal, passiert. Das ist auch übel schwer. Ich habe ja gar nicht gesehen, wo ich hingeworfen habe. Hast du das nicht gesehen? Nö. Aber musst du hiermit quasi gucken? Ja. Ja, ist aber kreativ. Flamme, grüß dich. Kreativ. Das ist ergonomisch. Ergonomisch, quadratisch, praktisch, gut. Schade, ne? Ja. Schade Marmelade. Ja, ihr dürft auf der Gamescom alle Arm drücken gegen mich machen. Momo, safe. Geil. Bist du auf der Gamescom dabei dieses Jahr? Ich jetzt? Oh, Nintendo Clips und Jan Deluxe, danke für eure Abos. Willkommen in der Community. Also? Ja, bin okay, dabei. Okay. Alles gut. Top. Ich hoffe, die Gamescom findet dieses Jahr statt. Safe nicht. Ey, wenn nicht, ich werde langsam echt depressiv und traurig. Kann ich zusagen und ja, ne? Alles gut. Ah ja, so ein Ding ist das also. Nein, das wäre voll witzig. Safe. Ja, safe. Das ist ultra lustig. Also selbst, also wirklich, alle, die nichts mit Gaming am Hut haben, haben nach der Gamescom zu mir gesagt, übelst nice. Mhm. Einfach da zu sein. Ja. Und die Bühnenshows mitzuerleben. Die Cosplayerinnen, ich meine, die Cosplays dort.
weil die sind sehr kreativ und ergonomisch, quadratisch praktisch gut. Okay. Okay, schieße die gestapelten Blöcke von der Plattform, um Punkte zu sammeln. Klingt machbar, oder? Safe. Let's go! Okay, wir haben schon wieder was Französisches. Ich lese dir vor. Okay. J'espère que vous allez bien et la chaya à côté de vous aussi. Aussi heißt auch. Ja. Sortez votre costume si vous jouez si bien ici. Ja. Okay. Warum hast du denn so also eine... mir geht's gut. Danke. Mir geht's auch gut. Ja, warum kannst du das so krass aussprechen? Oh lol, guck mal. Du spielst gar nicht mit. Nö. Er ist ja mega unfair, der den ersten Schuss hat. Ey, ich bin richtig bepisst. Scheibenkleister. Scheiße. Oh, sorry. Okay. Guck mal, wenn man den Winkel berechnet. Ja, dann passiert gar nichts. Scheibenkleister. Fast. Das war perfekt ausgesprochen. Echt? Krass. Geil. Gibt's irgendwo die Nummer von einer jungen Dame zu erwerben? Ich frag für einen Freund eines Cousins. Ich glaube 900 Euro fehlen. Nein! 900 Euro fehlen auf jeden Fall noch, ja. Geil. Bonjour, Madame Chaya. Pourriez-vous éventuellement nous donner votre Instagram? Warum kann denn jeder von euch auf einmal Französisch? Ja, warum kannst du kein Französisch? Je ne sais pas. Ja, folgt mir alle bei Insta, ja? Wookie Pie aus Rhein, Bro, ne? Schön, dass du dabei warst. Hä? Hä? Das ist unbegreiflich. David left the chat. Ich left echt im Stream. Guten Abend, Chaya und weniger wichtige Personen. Moin. Hallo. David kann nicht mal Englisch, ja. Ich kann nicht mal richtig Deutsch. Sprachen lernen, Bubble. Bubble. Oh, das habe ich tatsächlich bei der Arbeit eingeführt. Weil wie? Ich habe ja immer die krassesten Sprachstörungen. Wortfindungsstörungen? Wortfindungsstörungen. Okay. Ja. Seitdem haue ich dann einfach immer raus. Bubble. Vor allem, wie alt sind deine Kolleginnen? Also meine Kolleginnen, mit denen ich am meisten chille, die sind alle so... Die eine ist so um die 50, die andere geht jetzt... Dieses Jahr in Rente. Also ich habe auf jeden Fall immer Spaß dort. Okay. Aber so die anderen, die sind alle so Mitte 20. Ja, dann ist ja easy. Dann ist er easy. Ja, auf jeden Fall. Sprachen lernen, Bubble. Okay, du bist wieder dran. Ja, ja. T-Gamer, willkommen im Stream. Hi. Soll ich dir Polnisch beibringen? Safe. Хорошо. Как дела? Давай. Ja, los geht's, ne? Dobry den. Alter. Voll viel, ne? Ja, safe immer rauf auf die Bühne. Ich mag's auf der Bühne. Gib mir Punkte. Bin mal kurz raus, muss noch kurz weg, kommen 30 Minuten noch mal spätestens rein. Alright. Okay, du hast 8 Punkte für dein Outfit erhalten. Nee, strong. Muss wieder A drücken. Ich bin hier so am Träumen, ne? Alles gut, ist sorry. In Ordnung. Es ist halt vollkommen in Ordnung. Träumen gehört dazu, ne? Ja. Das wichtigste Wort ist... Ja. Hä? Ich möchte es ungern aussprechen, weil das Wort kennt jeder. Okay, ja. Ja, Lehl. Okay, wieder A. David kann nur Rilled. Treu kann, da hast du recht. Guck mal, jetzt kannst du entscheiden, welchen Würfel du ablegen möchtest. Danke, dass du mir das Leben erklärst. Immer wieder gerne. Kannst du das auch im Leben machen? Stimmt. Jonathan, zu den UI. Oh. Das ist jetzt eine wichtige Nachricht tatsächlich. Der männliche und weibliche Vorname Momo bedeutet übersetzt der kleine Pfirsich. Momo kommt aus dem Japanischen und kann auch mit die Pfirsichblüte interpretiert werden. Alter Momo, meine süße Pfirsichblüte. Voll süß, ja? Herr Übels, Boomnik, willkommen im Stream, hi. Yo, du hast ein Ahegao-Shirt. Ja, Benny, hast du das gestrige Video nicht gesehen, Bro? Puh, du auch nicht?
Nein. Was soll das denn? Ich hab noch ein Leben. Uh-oh. Autsch. Aua. Du bist kein Kanalmember und hast das gestrige Video nicht gesehen. Brüllt. Okay. Ah, lol. Apfelernte. Sieht gut aus. Ja. Ja. Si, senor. Laufe die Straße auf und ab und sammle so viele Äpfel ein, wie du kannst. Gib auf Stachelkugeln acht. Wer kennt die Situation nicht? Fällst du hin, verlierst du die Hälfte an der gesamten Äpfel. Oha, scheiße. Das ist ja mega wack. Okay. Okay, let's go, starten. Okay, let's go. Momo hat Kirschen und einen kleinen Pfirsich. Ja, ja, genau, Jonathan, genau so. Okay. Warum kann auf einmal jeder Französisch? Avez-vous déjà entendu parler de Google Traduction? Traduction. Traduction. Birka, grüß dich ein. Scheiße, wer bin ich? Ja, das ist die Frage. Ey, hör mal auf, so weit oben zu campen. Alter, euch sollen alle Stachelnkugeln der Welt treffen. Alter, chill mal. Hey, ich bin richtig sauer. Was machst du Auge? Ah! Oha, es kommen übrigens viele Stachelkugeln. Ja, heftig, oder? Ah! Junge, übrigens riesige Stachelkugel. Wuhu! Bist du auf die Fresse gefallen? Nein, du hast einen Apfel mehr! Ich bin zum Pferd geworden. Ja, Lowland, hey David, was ist dein Lieblings-Subkontinent? Digga, was ist ein Subkontinent? David, du bist gerade gefragt, ob du nicht heiß bist. Nee, der Jaya neben dir. Hui. Ja, Brian! Dankeschön! Schon, die 84. Brian spendet immer einen Euro. 84. Insgesamt 84. Hashtag 84 in 84 Streams. Geil. Heftig, oder? Safe. Aftercrafter, grüß dich. Schreibt die französische Sätze ohne Google-Übersetzer, wahrscheinlich ist zu viel falsch. Christian, alles gut, fällt mir nicht auf. Okay. Achso, Memo? Warum darf ich mir denn was aussuchen? Warum nicht? The Pirate Head! Schon wieder? Ja. Okay. Ich bin gern Pirat. Ja? Ja. Okay. Oh. Spiel, Gott sei Dank nähert sich das zum Ende. Hat ja Ewigkeiten gedauert. Alles klar, Thomas, hau rein, ne? Ist echt anstrengend. Achso, ich bin dran. Ja. Sag Walla. Walla. Ist dir mal aufgefallen? Das ist so Müll. Ist dir mal aufgefallen, dass wir auf dem Parkplatz sind hier? Nee. Mir auch nicht, gerade erst. Gut, macht ja eigentlich auch Sinn. Guck mal, wir sind ja auch in so einer Einkaufszone da. Stimmt. Ne? Aber wusstest du, dass es macht Sinn, falsch ist? Das heißt, ergibt Sinn. Ja. Weil Sinn kann ja nicht machen. Es wird falsch aus dem Englischen übersetzt. Ja. Danke für diesen Fact. Gerne. Beehren Sie uns doch bald wieder. Nee. Okay. Spiel mal Schnapp den Schummler. Uff. Okay. Wirklich ablegen? Ja. Was ist das? Keine Ahnung, das sehen wir gleich. Okay. Alina, was hat Lukas verpasst? Ha? Verpasst? Ja. Ich mach David fertig und er kriegt gleich richtig in die Fresse von mir. Scheiße. Warum hast du denn andauernd solche Premium-Würfel? Warum hast du nicht andauernd solche Premium-Würfel? Deswegen frage ich ja. Hobbyloser Keks, hi. Das ist nicht falsch. David verbreitet Fake News. Das ist nicht falsch. Safe Call. Ey, wenn nicht, fahre ich heute Abend noch zu meiner ehemaligen Deutschlehrerin und steche die Reifen auf, was? Okay, let's go. Hiyo David. Ralf, komm stream! Doch, das ist falsch. Danke, Döner. Döners Rücken habe ich immer. Tschüss. Und Glor, grüß dich. Hi. Okay,
Okay, wie würdest du das jetzt bewerten? Wie viel ist dein Outfit wert? Was glaubst du, wie viel ist das wert? Warte mal kurz. 8. 8 Punkte. Und warum? Vertrau mir. Okay. Ja, das kann man ja sehen. Ja, aber ich meine jetzt so vom realen Preis her, so in Yen. Ja. Wie ist nochmal die... 4 Millionen Yen. Okay. Und wie viel ist das in Euro? 1,5 Millionen Yen, weil ich finde sowas immer mega interessant. Okay. Aber ich weiß es nicht mehr. Okay. Sorry. 4 Euro. 4 Euro? Ist das so? Also 1 Million Yen sind 1 Euro. Ey, in Japan sind wir Millionäre! Super. Japan ist Yen, oder? Great. Oder China? Wie ist nochmal die Währung aus Squid Game? Ich guck sowas nicht. Stimmt. Also, du bist Hype. Mike zu Real bekommt Stream rein. Wisst ihr? Ne, Alina war immer so, ich guck kein Squid Game. Der Hype ist mir, ich guck keine gehypten Serien. Und dann ist sie am Ende eingeknickt. Ja, ich hab's am Ende geguckt und es war gut. Ja. Aber erst nach dem Hype. Dann war mein Gewissen ein bisschen beruhigt. Ja, es war immer noch in den Trends auf Netflix. Ja, ja, ja. Heuchel-Meuchel nenne ich das. Heuchel-Meuchel. Nikita, grüß dich. Und Tim, Safe Call. Es gibt japanische und chinesische Yen. Warum ist das so? Warum nicht? Marcel, hi. One. Yo, stimmt, One hieß das. Und du bist dran. Ja. Du bist dran. Ich hab schon wieder fancy Würfel. Das ist in Ordnung. Das mal 3. Squid Game war noch D-Mark, oder? Ja. Okay. Extra Sharks! Aber das macht gar keinen Sinn, dass ich am Gehen bin. Ja, doch, es ist mitten in der Nacht. Es ist 8:45. Die Nacht ist jung und ich will was erleben. Ey. Rolle auf der Piste, denn ich muss mich bewegen. Ey. Was los? Safe. Ich würde den Astronauten nehmen. Ich will aber den Piraten. Scheiße. Mega kreativ. Die Dänemark. Dänemark? Die Dänemark. Herr Lea, voll nice. Geil. Alina, es ist mitten in der Nacht. David, es ist Nachmittag. Hä, hey, gerade Nachmittag, ne? Gleich erstmal Mittagessen. Boah, for real, ne? Im letzten Jahr habe ich häufig Mittag gegessen, so um 19 Uhr. Geil. Ja. Können wir gleich Mittag essen? Hast du Hunger? I'm hungry. Okay, kriegen wir hin. Ich gehe kurz einen Bären erlegen. So ein Neandertaler. Ich bin ein Neandertalius. Hallo Leben, komm stream. Okay. Wie lange geht dieser Drecksmodus eigentlich noch? So 3-4, ne? Vor allem, guck mal, wir hätten jetzt schon 2 Runden auf dieser Insel spielen können und das wäre viel lustiger gewesen. Ja. Wir hätten auch abbrechen können. Nee. Wir spielen das jetzt zu Ende. Okay. Ja, wird ein langer Abend, ne? Nee, wir sind gleich durch. Also mit der Runde. Ich grüße diesen wunderschönen Menschen dort im Stream und Alina auch. Moin. Ach, Basti, du weißt, wie man mir schmeichelt. Und deswegen bekommt Basti immer schöne Belohnungen. Was für Belohnungen? Ja. Genau. Bei Frauen und Hunger gibt's keinen Spaß, schreibt Alex. Ist das so? Ja. Ja, aber Lina sagt immer, boah, ich hab einen Bärenhunger und isst dann im Endeffekt wirklich, sie hat einen Nudelteller und isst ein Viertel davon so. Ich bin satt. Ich schwöre, ich bin satt. Was soll ich machen, ja? Safe. Achso, du musst hier. Wieso ich? Ja, das ist ein 101-Rit. Rit. Ich habe einen Sprachfehler. Es wird immer schlimmer. Ich sag's dir. Basti schreibt Brojobs. Okay. 3, 2, 1.
kann Scheiße, nicht wie ist so, über die Steuerung? Was muss ich überhaupt machen? Genau, drück irgendwas. Zieh runter. Geh runter. Nicht. Was? Ah, genau, okay. Genau. Ah, und jetzt was? Was muss ich Steuerkreuz, denn? Steuerkreuz. Nein, nein, ich kann nicht machen. A, A. B. Ah, okay. Scheiße. Warte, hoch? Nein, links. Guck mal, du musst. Ja, genau, genau, das passt. Du musst aber schütteln. Ziehen. Nein, keine Ahnung. Du musst die ergonomischen Armkräfte nutzen. Ja, scheiß drauf, ey. Eine Raumstation ist eh viel schöner. Real Talk, was hätte ich tun müssen? Ich liebe es, wenn man sich die Steuerung nicht durchliest. Okay. Das war gut. Safe, oder? Alles gut, Dinge passieren. Ja, Lina, ja. Willkommen im Stream, hi. Oh shit, oh shit. Let's Gott sei Dank. Edmund. Hallo. Willkommen im Stream. Alright. Ja, die normalen Würfel. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Kann man auf jeden Fall mit leben, bringt mir aber null, weil ich nicht mehr auf die Bühne komme. Jens, grüß dich und The Dark Empire bekommen Streamer. Fernbedienung in eine Richtung ziehen. Ich habe in so viele Richtungen gezogen. Vielleicht hättest du so drauf zeigen müssen. Meinst du? Aber das stand doch senkrecht so hier. Ich habe so keine Ahnung. Keine Ahnung. Du weißt egal. Schon. Hätte Fahrradkette, ne? Ja, ja. Richtig. Der hat da kurz PQ-Formel berechnet und wusste, was du tust. Apropos, ich habe Alina vor dem Stream den Mathe-Mann gezeigt. Wie findest du den? Guter Typ. Würdest du mit dem mal einen Kaffee trinken gehen? Mit dem würde ich auch mal ein Espresso trinken gehen. Hallo. Great. Okay, okay. Jojo, willkommen im Stream, hi. Ah, komm mal, du kannst dir was aussuchen. Ja, das mache ich auch. Ich will so eine Rüstung. Nice. Schnitzel, hau rein, ciao, ciao. Alright, ich glaube, jetzt gleich müsste der Bums zu Ende sein. Jetzt hat er wieder Bums gesagt. 4. Aha. Rockstar-Kostüm. Macht sich das nervös? Ey, das macht mich übelst kirre. Warte, wenn ich so mache, macht dich das kirre? Ja. Okay. Stört dich was? Nee. Okay. Und jetzt? Okay. Und jetzt? Jetzt stört mich was. Okay. Ja, dann muss ich ja weitermachen. Guck mal, letzte Runde. Ich dachte, das ist schon die letzte Runde. Hä? Achso, guck mal. Ah, ich kann mal. Hui! Oh, boah. Also, Kopfjäger, übelst langweilig. Vogelstrauß, Graus oder Stabhochsprung? Komm, Stabhochsprung. Okay. Okay, let's go. Lol, stimmt. Jetzt, wo Boomnik. Ah, nee. War nicht an mich gerichtet. Hey, warte mal. Hatten wir nicht die Wette 5 Liegestütze pro Tod nach dem letzten Minecraft-Stream? Ja, ich bin ja auch gar nicht mehr gestorben. Nein. Nicht mehr. Schön. Halt die Wii-Familie senkrecht, schüttel sie, um zu rennen. Wird der Stab in den Boden gesteckt, musst du nur noch A drücken, um loszulassen. Du kannst während des Sprunges die Wii-Familie schütteln, um noch länger in der Luft zu bleiben. Alright. Okay. Let's go, hast du verstanden? Hütold, willkommen im Stream, hi. Okay, ich glaube, ich fange eh an. Fucking fly! Yo! Junge! Ich glaube, ich habe nicht den optimalen Winkel bekommen. Was? Shadow the Hedgehog bekommen Stream. Grüß dich, hi. Alina, schüttelst du eigentlich gerne in der Winkelgasse? Okay. Schütteln! Oh, ey, 26 Meter ist schon sau strong. Auch weit. Wie weit bist du damals immer in den Bundesjugendspielen gesprungen? 26 Meter. Ach krass, okay. Ja, ich immer 142 Meter. Junge, er übertreibt richtig. Wehe, der Sack überholt mich. Jetzt fall... Manno! Ups. 25. gibt's das Spiel für die Wii und für die Wii U? Das nur für die Wii U. Aber für die Wii gibt's noch Wii Party. Leider habe ich den Teil nicht wiedergefunden. Das wäre sick gewesen. Ja. Das kann ne... Ja! Als ob!
David wird zum Flugzeug. Safe. Nice. Alright, okay. Schön. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Alles gut. Ja. Kann ich jetzt gehen, ich muss meinen. Ah, ey, du hast gewonnen, von daher chill. Shadow the Hedgehog, vielen lieben Dank für dein Abo und willkommen in der einzig wahren Umlaut-Gang. Bam. Wie ist es, als letztes Stück zu enden? Ja, wie ist es denn so? Maul. Hello, guck mal, der Grüne hat gewonnen. Ja. Hey. Okay. Bro. Er hat ein falsches Outfit. Scheibenkleister, ey. Seit du gemeint hast, du überarbeitest Mods, habe ich das Gefühl, ein paar sind öfter. Alf Reif, das ist der Druck. Nee, alles gut. Ja, hey, GG. Safe. Ja, guck mal, ganz ehrlich, die letzten werden die ersten sein. Okay. Das ist alles eine Sache der Perspektive. Richtig. Der Perspektive und der sonstigen Dinge. Ja, ja. Okay. Hast du noch Bock auf Minispiele? Die gehen auch bei weitem nicht so lang. Oder was sagst du? Nee, alles gut, ich hab Zeit. Okay. 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 Warte mal, die Leute, schnapp den Schummler meinen, die wäre lustig, oder? Ja. Okay. Alina, die Hauptsache ist, vor David zu sein. Ja. Yo, D zu dem Umlaut, zu dem V, zu dem I, zu dem D. Wie wär's mit einer We Play Together Stream? So als Idee. We Play. Inwiefern? Der Spruch ist aus der Bibel, Bibelgeddon. Ist er wirklich aus der Bibel? Ich bin verwirrt. Ich glaube auch. Danke nochmal, David, dass du mir den Lamborghini geschenkt hast. Du, Challenge Lion, immer wieder gerne. Okay, start den Schummler. So, ein Spieler hat in diesen Minispielen einen geheimen Vorteil. Es liegt nun an den anderen Spielern herauszufinden, wer unter ihnen der Schummler ist. Mhm. Yo, übel sick. Okay. 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 Let go. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Okay, komm, 5 Runden, 20 Minuten, easy. Hey, ich muss los. Okay. Okay. Übrigens, Aline, erinnerst du dich noch an das Pokémon mit der Sonnenbrille aus dem Quiz? Das Pokémon und David immer David mit E. Deswegen muss... Ach, Alina muss mich David nennen. Okay. Warte mal, das Pokémon mit der Sonnenbrille? Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Nee. Ja, Momo labert wieder Müll. Aber alles gut, du musst ihn bekräftigen. Ja, ja. Kann ich mich dran erinnern. Das ist so mit Inklusionskindern. Okay. Der arme, ey. Nein, Mumu, alles gut. Mumu. War doch nur Spaß. Okay. Okay. Alles klar, Tormaus, rein, go. Ne? So. Schnapp den Schummler gibt's unter anderem Mitspielern schon mal zu entlarven, okay? Der Schummler nimmt zusammen mit den anderen Spielern an Minispielen teil, darf aber jedoch seine Mitspieler nicht merken lassen, dass er schummelt, okay? Die anderen Spieler müssen herausfinden, wer der Schummler ist. Gelingt ihnen dies, können sie Punkte stehlen. Wie fies, ja. Liegen sie mit ihrer Vermutung jedoch falsch, gehen die Punkte direkt an den Schummler. Ja, noch fieser. Dieses Spiel ist umso spannender, je mehr Spieler daran teilnehmen. Aus diesem Grund werden sich Irina und Cheng Han anschließen, okay? Ich liege gleich die Nudes, David. Bitte nicht, Momo. Mögt der beste Spieler gewinnen? Also mitschreiben, wenn David Minispiel gewinnt, ist er Schummler. Ja, moin. Ah, egal, Alter. Warte mal, die Wii-Fernbedienung des Schummlers wird vibrieren kurz bevor. Ach so! Und jede Runde gibt's einen neuen Schummler? Okay. Mhm. Okay, warte mal, grundlegende. Aber das hört man doch. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon. Meinst du? Ja, safe. Ja, halt dich hin. Halt die Wii-Fernbedienung senkrecht. Ja. Bewegst sie ruckartig um Wurfsterne. Jo, ist ja mega brutal. Verdiene die Punkte, indem du die Ninja-Attrappen mit Wurfsternen bewirfst. Pass auf, dass du keine Geisha erwischst, okay? Ach, okay. Okay, Geisha. Taut, wie lief die Englischarbeit? Und Ozan House Ryan. Ciao, ciao. Okay. Üben Schummler. Okay, starten, let's go. Alle Wii-Fernbedienungen werden gleich vibrieren, außer die des Schummlers. Pass auf, dass niemand etwas merkt.
Okay. Okay. Die okay. Wii-Fernbedienung werden vibrieren. Alright. Okay. Wie du die zuhältst. Sie hört das dann nicht. Sie hört das nicht. Sie hört das nicht. 300 Likes. Jawollo. Kuss geht raus. Habt ihr schon den Stream geliked, Kappa? Ah, egal. Achso, man muss schnell werfen. Ja. Ha! Ha! Nein! Es tut mir leid. Die arme Gesche, Alter. Feuer! Nein! Oh, ich, Junge, kannst du das nicht machen, Alter? Du erschreckst mich. Feuer! Ich schwöre. Die arme Gesche, ey. Hey, go! Hallo. Oh, hallo. Vorbei. Du machst es so fertig. Ja, guck mal. Easy. Ja, wer war jetzt der Schummler? David ist... Yo, 40 Punkte? What? Uff. Okay. Basierend auf dem Ergebnis des Minispiels wurden Punkte verteilt. Wir sollten uns aber nun... Okay. Schnapp den Schummler. Hast du in irgendeiner Form darauf geachtet, wer irgendeinen Vorteil hatte? Nee. Okay. René schreibt grün. Ich hätte auch Irina gesagt, weil sie mich so krumm angeschaut hat. Ich sag Irina. Was sagst du? Wer ist der Schummler? Kann man sich eigentlich auch selber als Schummler betiteln? Weiß ich nicht. Ja, probier's nicht aus. Wieso sollte ich das ausprobieren? Wer ist die hübsche Chaya neben David? Ah, nee, neben Alina. Okay, ja, ja, genau. So, und der Schummler ist... Irina, Alter. Hättest du das gedacht? Nee, offensichtlich nicht. Die Spieler, die richtigen, richtig lagen, erhalten 20 Punkte. Uff, du verlierst 20 Punkte. Alles gut, ey. Ja, alles gut, ne? Malle ist nur einmal im Jahr. Das ist richtig und wichtig. Rild. Okay, die Wii-Fernbedienung des Schummlers wird vibrieren. Ja, ja, genau. Regeln. Versuche ein Foto aufzunehmen, auf dem so viele Vögel wie nur möglich zu sehen sind. Du kannst den Auslöser leider nur einmal betätigen. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Starten. Okay, 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 okay. Ja. Jetzt ist die Frage, hat der Bums vibriert oder nicht? Hat er vibriert? Das sehen Sie, wenn das Licht angeht. Das Licht ist an. Aufpassen, nicht aus Versehen zu drücken. Nein! Vorbei! Okay, Ey, Basti, grüß dich. Übelstes Legendenspiel, ne? Ach, die im Hintergrund zählen doch! Alter! Ich bin sowas wie ein Vogelfoto-Gravemaster. Ja, ja. Nice! Oh okay. Die Frage ist natürlich, wer war's? Wer war's? Wer war's? Kennst du das Kinderspiel, wer war's? Ja, das war voll cool. Ich hab's noch nie gespielt. Echt nicht? Ich will's mal spielen. Kannst du's mal spielen? Ja. Hast du das? Ja. Ja, cool. Ja, rild. Also ich glaube, David war's, weil Junge, Alter. Meinst du? Ja, safe. Okay. Du schummelst, Noray. André, hey David, immer wieder toller Support von dir, toller Stream. Dankeschön. Okay, also ich sag's dir. Okay, ist ja in Ordnung. Ich sag mal, du warst der Schummler. Und der Schummler ist... Trommelwirbel, bitte! Hey, ich hab noch einen Termin. Ich muss jetzt leider los. Elio, grüß dich. Okay. Yeah, du warst halt echt der Schummler! What? Und trotzdem verkackt. Ja, aber hast du irgendwie einen Hinweis bekommen? Ja. Hat's davor vibriert? Mhm. Ach so! Krass, okay. Cool. Gut zu wissen. Ha. Guck mal, ich entlarve Lügen. Ja, ja. Okay. Der Schummler kann B gedrückt halten, um mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit zu stricken. Hä, kann man ja nur ganz
Okay, wir dürfen unsere Wii-Fernbedienungen nicht anstarren. Okay. Ja. Schade. Schade. David ohne Umlaut. Okay, let's go. Warte mal, grundlegend. Ja, das kennen wir ja schon, das Spiel. Mhm. Okay, David macht deine Hex aus. Deine Wii-Fernbedienung hört man ja übelst. Ja, übelst laut. Ja. Ich bin der Schummler. Oh, Hilfe. Hilfe. Na, okay. Was war die Steuerung? Steuerkreuz 2, oder? Steuer und Drück. Steuer und Drück. Drück. Let's go. Schnapp den Schummler, ist mega. Übelst, Hanna, das bockt. Es bockt mega. Also ich glaube wirklich in der Gruppe. Zwei, übelst nice. Eins, ja. Los. Warum kannst du so schnell stricken? Ich verstehe das nicht. Tja. Das ergibt gar keinen Sinn. Ah, guck mal, jetzt war ich schon ein bisschen näher. Ja, reelt. Bist du dann vielleicht der Schummler? Das dachtest du in der letzten Runde auch, dass ich der Schummler wäre. Ja, safe. Ich denke auch immer, dass du der Schummler bist. Glaube ich auch, ja. WLAN ist heute mal wieder im Arsch. Ah, real der Tod. Kritisch. Aber das ist das Internet in Deutschland. Wie ist dein Internet so? Mein Internet ist richtig gut. Richtig, richtig gut? Ja, weil ich bin ja auch meistens in Kasachstan und jage Bären. Legal. Legal. Okay. David war nur näher, weil er schummelt. Hä, warum denkst du denn immer? Ja, ist so, ne? Ich sag mal Cheng Han, weil der war noch nicht. Weil deine Vibration habe ich gehört. Hä? Alter, was soll ich machen? Wie soll ich das verstecken? Eigentlich bin ich der Schummler, weil ich jedes Mal den Schummler entlarve. Ja, ja. Vielleicht soll ich Detektiv werden? Vielleicht. Mein Name ist Detektiv Conan. Und ich bin gekommen, um Fälle in Wii Party zu lösen. Uff. Detektiv Conan hat sich verändert. Alle sagen das. Detektiv Conan hat so einen Quadratschädel bekommen. Ja. Irgendwie schon, ne? Okay. Präge dir in wenigen Sekunden ein, in welchen Kisten Äpfel sind. Öffne bis zu 3 Kisten, aber nimm dich von den Spinnen acht. Du verlierst Punkte, sollst du eine Kiste mit einer Spinne erwischen. Uff. Nicht nur Punkte. Okay, Steuerkreuz 2, starten, let's go. Welche Hex hast du? Ich habe den Wallhack aktiviert. Ja, das ist ja übelst laut. Okay. Nächstes Mal gehe ich dafür raus. Ja, bitte. War nur der Schummler bei seiner Abschlussprüfung, die er vor kurzem abgeschlossen hat. Da war ich auch der Schummler. Uff. Okay. Ja, Digga. Digne. So, was ist mit ihm? Mit wem? Mit ihm. Stark. Sehr, sehr stark. ist ja voll groß. Vorbei! Jetzt bin ich wieder gut gelaunt in dem Game. Schön. Wunderschön. David, ich frage mich echt, wann ich nicht mehr das Bedürfnis habe, dich David zu nennen. Weißt du, Domtendo hat mich auch David genannt. Heißt doch auch David, oder nicht? David heißt es schon, ja. Nicht David, sondern einfach David. Ich heiße einfach nicht mal mit E, sondern einfach D-V-I-D. Also David. David, ja, ja. David, Freunde. Mhm. David, ich wohne in Österreich, nicht in Deutschland. Oh, Errol der Tod, dann ist kritisch. So, wer war der Schummler? Uff. Also ich nicht. Ja, du warst nicht, ich hab's gehört. Safe David, oder? Ich fahr das jetzt weiterhin. Und der Schummler ist? Ey, es ist so geil! Es ist so geil, das Game! Ja, richtig geil. Ich warte noch darauf, dass du Schummler bist. Eine Runde gibt's jetzt noch. Warte, lass mich rausgehen. Ja, bitte, bitte, bitte. Aber warte, das Spiel hat noch nicht begonnen. Ja? Gleich erst. Da ist die Tür. Eigentlich ist hier keine Tür, Freunde. Oh. Okay,
Okay, jetzt mal ehrlich, Hex, du, ich frag für ein Schulprojekt. Nee, guck mal, das Ding ist, das hat gerade Sinn ergeben, weil ich wusste von mir ja, ich bin nicht der Schummler, von ihr wusste ich auch, sie ist nicht der Schummler, ich hab's gehört. Wow. Und dann habe ich geguckt, wer von den beiden hatte gerade im Minispiel mehr Punkte. Das war Irina. Zack, Irina gewählt, bam. Also bist du der Schummler? Nein, ich habe einfach, ein bisschen meine detektivischen Künste rausgelassen. Ja, ja. Okay, Regeln. Bring dich vor dem gefräßigen Riesenfisch in Sicherheit. Präge dir die Karten ein, bevor sie gemischt werden und versuche Pluskarten zu erwischen. Wie so oft gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Alright, also dann drauf zeigen und A drücken. Okay. Okay, bist du bereit? Ich geh kurz raus. Okay. Ganz weit. Okay. Die Haustür noch, oder? Ciao, ne? Ja. Okay, einen Moment. Ja. Okay. Okay. So. Let's go. Kannst wieder rein. Janne, willkommen im Stream. So. Wieso gehe ich eigentlich raus? Du hättest auch rausgehen können. Stimmt. Ja, aber du hast dich angeboten. Ich hab null aufgepasst. Huh! Dum. Richtig dramatisch, das Game. Ja, genau, Flamme Aura, genau deswegen. Ich hab schon wieder gar nicht aufgepasst. Aber jedes Mal hast du die 1. Klar. Sus. Du bist oben, du hattest jedes Mal die 2. Ja, aber weil ich so krass bin einfach. Okay. Ja. Okay. Ladies first, Alina. Ja, ja. Ist doch. Die Lady. Hey. Ich schwöre, ich bin richtig maskulin. Lisa hier. Scheiße. Das ist Alina, Janne. Irgendwie steht dir das Ahegao, wenn du mich fragst. Ja, das Shirt ist gut geschnitten, finde ich. Ergonomisch, das trage ich demnächst im Gym. Ja. Momo Safe Call, extra für dich. Ich sag, du warst es. Okay, jetzt können wir testen, ob man sich selber wählen kann. Ja, kann man. Aha! Warst du das schon, ne? Ich wusste es! Warum? Du hast safe eine Vibration gespürt dann, oder? Ja. Als ob du die diesmal nicht gehört hast. Nee, die habe ich nicht gehört. Oh. Nein, tatsächlich nicht. Ich war ja so vertieft in meiner Konzentration. Guck mal, ich war nicht einmal der Schummler. Du bist einfach... Okay. Es ist ja so krank. Jo. Ergebnis. Shit. Ist David ein Gentleman? Ja, ich habe Alina ja diesmal gewinnen lassen. Eigentlich geht's so. Benni, im nächsten Monat melde ich mich wieder im Gym an. Kommst mit, oder? Bisschen trainieren. Ich jetzt? Draining every day, every night. Ich bin schon gedrained. Ja, okay, da hast du recht. Schnapp den Schummler? Nee, beenden. Ey, wenigstens hast du gewonnen diesmal. Das stimmt natürlich, ne? Das stimmt schon. Wo hast du das Shirt? Das wurde mir von Ahegao zugesendet. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen noch ein Minispiel. Dann wird es irgendwann Zeit aufzuhören. Okay. Top. Wollen wir... Du hast ja Hunger und so. Ich habe keinen Hunger, aber ich würde natürlich auch was mitessen. Ja, ich habe keinen Hunger. klar. Worauf hast du Bock? Ich dachte, du willst ein Minispiel machen. Ja, das ist alles ein Minispiel quasi. Ach so, das ist ein... Genau. Okay, ich verstehe darunter was anderes. Ja, aber die dauern nicht so lange. Ja, okay. Okay, Wolkenwanderer. Wolkenwanderer machen? Sieht cool aus, ne? Irgendwie schon, ja. Ja, guck mal, 15 Minuten, das ist in Ordnung. Let's go. Zwei Spieler. Aha, Gast A, Gast B. Mhm. Was? Spielst du mit unerfahrenen Spielern? Spielst du mit mehr erfahrenen Spielern? Was willst du davon? Boah, schwierig, weiß ich nicht. Moin, Katrin, hi. Such dir was aus. Komm, wir nehmen mal Adept, oder? Mhm.
Was auch immer das bedeuten mag. Tomatenmark. Spinne hinter dir, willkommen im Stream. Alles klar, Lucky, hau rein. So, Gast A, Gast B. B. Weißt du, was mich in der Grundschule böse getriggert hat? Man musste ja die Buchstaben in der Grundschule aussprechen. A, B, C, D, E, W. Ich hab's immer normal ausgesprochen. Mich hat das als Kind getriggert. Ich weiß, das hat mich wirklich böse getriggert. Und ich habe ganz provokativ meiner Grundschullehrerin immer richtig die Buchstaben ausgesprochen. Und sie dann immer so, nein, mach das nicht. Und nicht so, doch. Aber warum lernt man das überhaupt so? Das ist doch dämlich. Weil das Problem ist, ganz viele schreiben dann D, D, E. Ah. Oder F. E, F. Ja, irgendwie so. Ja, ja. Genau. Und das ist halt das Problem. Scheiße. Und dann lernen die das halt so, ne? Ja, naja. Ja, belastend. Soll ich für mein Vorstellungsgespräch das Tomageddon-Polo-Shirt kaufen? Ja, Jonathan, ja. Safe. So, da ihr in diesem Spiel nicht gegeneinander, sondern ein Team antreten müsst, gilt es jedes Minispiel unter Erfüllung. Okay. Auch wenn das die Arbeit im Team nicht immer einfach ist, könnt ihr das Ziel nur dann erreichen. Okay. Hä, ist ja mega lame, dann sind wir jetzt in einem Team. Scheiße. Nein, alles gut. Das ist ja sonst nie so. Richtig. Okay. Okay. Lol, das sieht cool aus. Dieses Minispiel könnt ihr nur gewinnen, indem ihr zusammenarbeitet. Okay. Okay. Insgesamt 90 Meter oder mehr. Mhm. Da machen wir das mal. Another Messias bekommt Stream, hi. So, nehmt Anlauf, stürzt euch auf eure Reifen und rutscht so weit, wie ihr könnt. Okay. Halte Wii-Fernbedienung senkrecht, schüttle so schnell, um Anlauf zu nehmen und drücke A, wenn du die rote Linie erreichst. Sollst du vor der roten Linie springen und hinfallen, schüttle die Wii-Fernbedienung, um weiterzulaufen. Okay. Klingt gut. Also im richtigen Moment. Klingt nach hinfallen. Safe, oder? Ah, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Erstmal dehnen. Dehnen ist richtig wichtig, damit die Muskeln nicht verkürzen. Das ist richtig und wichtig. Eins. Los. Ha! Ja, easy. Okay. Vorbei. Ja, okay. Das war jetzt nicht so herausfordernd, wie ich dachte. Das wäre im echten Leben, glaube ich, ganz geil. Safe. Okay. Gleich erstmal in eine Winterlandschaft fahren. Narnia. Narnia, wir müssen ja nur in deinen Schrank, alles richtig, gut. Genau. Nintendo, grüß dich, willkommen im Stream, hi. Geschafft. Yay! Ah, hier fehlt mir irgendwie so diese Spannung, weißt du? Ja? Wie bei einem Stromausfall. Was ist das? Da fehlt mir die Spannung. Was ist das? Eure nächste Herausforderung lautet Blitzkarate. Seid ihr bereit? Dann lasst das Minispiel beginnen. Alright. Okay, okay. Kriegen wir hin. Hör mal. Ja. Zerteilt die fallenden Holzscheite, um Punkte zu erhalten. Ach, das kenne ich. Melonen hingegen solltet ihr fangen. Denn zermatschte Melonen gibt's Punktabzug. Okay. A. Holzscheite. B. Melone. Ich bin eine Melone. Demo. Ah, meinst du, der hat einen stabilen Bart? Alter, der Bart ist richtig geil. So okay. Sehe ich morgens immer aus. Wie findest du meinen Bart? Stabil. Hey, locker schon 3 Tage wachsen lassen. Oh, shit. Heftig, oder? Wenn Alina Schnee haben will, muss sie unter Davids Couch gucken. Warte, das sollte ich nicht. Döner! Nein, das war doch für dich! Ha! Uff! Ha! Ha! I go. Oh, shit. I go. Ha! Ha! Sag mal, kannst du... I go. Ha! Ha! Geil, ich hab Holz gefangen. I go. Nice. Ha! I go. I go. Ha! 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 I go. Okay. I go. Na, ein Glück habe ich unser Gruppenziel erreicht. Hauptsache Gruppenziel und du lenkst mich so sehr ab. Hä, warum? Ha? Bei Holz und Ahigao bei der Melone. Das war nur ein Zeichen. Das war kein Zeichen. Geschafft. Ahigao. Ja, macht ja nichts, ne? Ja, war in Ordnung, war in Ordnung. Also hat David jetzt nicht nur Alina, sondern auch Narnia im Schrank. Ja, ja, Kasachstan ist auch nebenan. Deswegen auch Bären jagen in Kasachstan. Ja, ja. Kriegen wir nur irgendwie so winterliche Dinge? Es ist doch Winter. Stimmt. Spendenziel Tomageddon-Logo auf Motorhaube. Ey, Döner. Wenn du wirklich Tomageddon auf deine Motorhaube draufpacken würdest, das Logo. Was mache ich dann?
schon sick, ne? Ja. Döner, such dir was aus. Meine Eltern kommen aus Kasachstan. Ja, Ehre. Guck mal, passend, habe ich im Schrank. Wenn du sie besuchen möchtest, ne? Komm vorbei. Safe. Eure nächste Herausforderung lautet Snowboard Freestyle. Alright. Vorsicht, David, das ist teuer. Ich will es ja nicht bezahlen, Kai. Nur wenn das macht. Nein, das, was er will. Ach so, oh. Döner, was willst du? Springt auf eurem Weg zum Ziel über Rampen. Je nachdem, in welchem farbigen Bereich ihr abspringt, erhaltet ihr Punkte. Und einfach nur runter. Also so spät wie möglich. Hoch, oder nicht? Hoch, runter, was auch immer. Ist ja auch egal. Dann schenkst du Döner an Tomageddon Logo NFT. Boah, würde ich safe machen, wenn ich wüsste wie. Und welche NFTs hast du schon? Ja. Dann übernimm die Kosten dafür. Nee, Döner. Warte, wie teuer ist das? Nehmen wir mal an, ich würde wirklich einen Lackierer finden, der das macht. Döner, würdest du Tomageddon auf dein Auto, Motorhaube? Nice, ey, guck mal, easy. So sieht das auch im echten Leben aus. Kappa. Egal, passiert. Naja. Wie Tomaten. Oh, mal zwei, schisch. Wow, woo. Wenn er das macht, bin ich dabei. Haben wir Lackierer aus der Community? Boah, ich muss echt mal meine Kontakte spielen lassen. Kennst du jemanden, der bei uns einen Lackierer hat oder so? Einen Lackierer hat. Lackier in seinem Schrank. Hängt. Jakob, grüß dich, mein Süßi. Nee, ich kenn keinen Lackierer. Oh, guck mal, das Spiel kennen wir schon. Du Döner, auf das Angebot komme ich nochmal zurück. Gruppenziel, Alina macht das. Safe. Safe nicht. Okay, das kennen wir schon. Ja. Folie bedrucken, Hübis Dad. Kann er das wirklich? Ich zahle Ehrenholger erstmal die Fahrt nach NRW. Achso, ich muss beginnen. Wie viel Meter? 150? Ja, sollten wir hinbekommen, oder Alina? Safe nicht. Also ich schaff 20. Ist in Ordnung. Matty bekommt Stream. Ist wirklich okay. In Ordnung. Du musst nur 4 Meter schaffen, Alina. Nur 4 Meter. Hallo. Muss ich gleich A drücken? Ja, ne? Ja, das kriegst du hin. Ey, ich glaub an dich. Komm schon. Mhm. Alina. Ja! Okay. Wir haben's. We have it! Safe. Nice. Sehr schön. Nice. Was passiert eigentlich, wenn man das nicht schafft? Fallen wir dann da runter? Dann verlieren wir ein Leben. Wir haben 3 Leben. Okay. Wenn wir es 3-mal nicht geschafft haben, kacke. Na, dann fallen wir halt runter, aber du. No risk, no fun, ne? Genau so ist es, ne? Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Aua. Scheibenkleister. Döner streamt bald im Spider-Man-Kostüm. Warum das? Wie oft wollen wir dieses Minigame eigentlich noch bekommen? Geil. Ja, guck mal, jetzt kannst du glänzen. Ja. Okay, Alina hat's wieder alleine geschafft. Ja, ich bin einfach nur Deko aktuell. Ich bin nur Deko. Klar, klar. Okay. Okay. Achso, ja, okay. Nicht rumwirbeln. Nee. Alina, was war der schlechteste Anmachspruch, den du je bekommen hast? Boah, das ist ja echt interessant. Der schlechteste, boah. Ich muss sagen, sowas verdränge ich immer relativ schnell tatsächlich. Okay. Ich kellner noch nebenbei und da kam ein Typ zu mir an die Bar und kam so, ja, ich hätte gern Bier und deine Nummer. Ist okay. Hat er dich so begrüßt? Hallo. Hallo. Hat er dich so begrüßt? Nee, der hat mich gar nicht begrüßt. Achso, ein Bier und deine Nummer. Ich hätte gern Bier und deine Nummer. Und was meinst du? Ein Arbeitskollege von mir hat ihm dann meine Nummer gegeben. Spoiler-Alarm, es ist nichts draus geworden. Also, schnell kann es gehen, Freunde. Ne? Also, wenn ihr das nächste Mal eine süße Kellnerin seht, ne? Bier und die Nummer. Ja. Also, es war wenigstens witzig. Das ist die Hauptsache. 500 Zentimeter oder mehr? Achso, nee, ist machbar. Warum bist du so schnell? Ich kenne auch und Adonis wollte meine Nummer. Ja, safe, Jonathan.
Ja, okay. Ja, okay, alles gut. Voll, alleine hast du es geschafft. Tja. Rona, der Jelly Dude, bekommt Stream. Ja, rillt. Ja, wir haben es geschafft, ne? Wir leben noch. Yeah. Was war der beste Anmachspruch? Beste Anmachspruch. Hey, ich bekomme nicht so viele Anmachsprüche. Was ist falsch mit mir? Ich meine Insta-DMs oder so? Der beste Anmachspruch war im Club, da war ich mit meinen Mädels im Club. Okay. Es war so lost. Er kam zu meiner Freundin und meinte zu ihr, ey, ist das da drüben eigentlich deine Freundin? Und sie nur so, okay, was ist dich? The bad ending. Bad ending. Yeah. Wir haben das Ziel gemeinsam geschafft. Ja, nice. Das beste Minispiel heute Abend. Okay, wir gehen mal ins Hauptmenü. Ah, cool. Wir haben ja schon fast 10 Uhr, Freunde. Und bevor die Sim-Time startet, weil du musst wissen, um 10 Uhr startet immer die Sim-Time. Ja, ja. Ja. Weil ab dann hat Sean die Urlaub. Okay. Ja, richtig, Scheiße. Richtig. Müssen wir auch langsam den Stream beenden, Freunde. Ich bin Kommissar und du bist genau mein Fall. Hey, der ist doch voll gut. Das ist echt süß. Der ist smart, ja. Wow, du hast meinen Namen richtig ausgesprochen. Was, als ob? Yo, nice. Wie macht man jemanden an, Friendzone ihre Freundin gleich mit? Dieser Typ. 2-in-1-Lösung. Ist so. Ja, real. Komm, wir gehen mal hier rüber. Yeah. Nice. Ja, ist eine gute Lösung, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, ey, das war die beste Lösung für alle von uns. Ja. Der hat das schnell geklärt. Hallo Lel, hau rein, ne? Schön, dass du dabei warst. Boah, Junge, einer aus meiner Klasse hat einen Chai aus der Klasse angemacht mit diesem Spruch, ich bin gut im Golf, kann ich bei dir einlochen? Als ob. Okay, das ist natürlich ein kritischer Hase an der Stelle, ne? Was wäre so dein Anmachspruch, wenn du jetzt eine nice Chai im Club triffst? Warte, einen Moment. Warte, erstmal Nina hat gerade reingeschrieben, also Luca. Alina, bist du BioNTech oder warum will ich dich in meinem Arm? Das ist geil. Ja, aber es ist geklaut, Alter. Das ist halt geklaut. Das ist geklaut, habe ich überall gesehen die Tage. Warte mal, Oh, wie ging dieser eine Spruch? Den fand ich echt lustig. Einen Moment. Gib mir 3,5 Sekunden. Unterhalte so lange den Chat. Wie ging der Spruch denn nochmal? Ich glaube, das wird nichts. Das wird echt nichts. Irgendwas mit Eisbrechen war das. Dann wahrscheinlich irgendwas mit Titanic, ne? Nee. Scheiße. Überall 2G, aber du bist ja echt eine 1A. Okay. David, geh schnell aufs Klo, dann geh. Stimmt! Ort der Inspiration. Ja. Ja, genau! Ich glaub, so ging das. Wie schwer ein Eisbär. Darf ich dir meinen Regler zeigen? Bester Anmachspruch. Darf ich dir meine Super Mario-Figur zeigen? Nein. Wie schwer ein Eisbär ist. Ja, aber das war nicht korrekt. Das war noch irgendwie anders. Also, es ging irgendwie so um den Dreh. Weißt du, wie schwer ein Eisbär ist? Nein. Schwer genug, um das Eis zu brechen. Hi, ich bin David. Und chillst du dann noch in so einem Eisbärkostüm? Ja. Ich habe so ein Onesies dabei. Oder wie die Dinger heißen. Kein Plan. Naja. Melanie, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Für uns wird's auch Zeit, ne? Dass du wieder in den Schrank reinkommst. Scheiße. Narnia und Kasachstan braucht dich und die Bären. Auf jeden Fall, die Bären brauchen mich. Von daher würde ich sagen, Freunde, danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Danke für diesen coolen Stream. Wie fandest du es? Ich fand's nice. Okay. Das ist cool. Freunde, wollt ihr Alina nochmal wiedersehen? Das erfahren sie in der nächsten Folge von Cliffhanger LP. Bye, war ein schöner Stream, das freut mich. Bis dahin, Friendos, euch einen wunderbaren Abend, gute Nacht, guten Morgen, gutes Wochenende. Wir sehen uns morgen im neuen Video. Freut euch, abonniert, aktiviert die Glocke, aktiviert die Memberschaft. Safe, macht alles, was ich nicht mache. Richtig, richtig.
Alter, der ist auch noch. Ich bin einsam, du bist einsam. Darf ich dich einsamen? Und mit diesem wunderbaren Spruch gehen wir in die Nacht hinein. Yeah! Yeah. Es ist die Umlaut-Gang. Willkommen im Stream, jetzt geht's ab wie eine Lawine. David mit Umlaut am Start wie eine Startlinie. Live auf YouTube, ich schau einfach nur zu. Circa 3 Stunden lang wird gezockt, so wie Dartspiele. David Beck wie Rücken auf Englisch. Was der Typ macht, ist schon fast nicht mehr menschlich. Der Rickler leckt an seiner Ruxwurst und gönnt sich die Ruxwurst, als wäre sie ein knackiges Sandwich. Hier kommt der King wie Mufasa und Simba. Rickler, cooler als wie Wasser im Winter. Sitzt nachts im Zimmer, spielt Cuphead wie ein Blinder und rickelt die ganzen Sim-Queens krass um den Finger. Es ist der einzig wahre Abbas aus der Rotze-Gruppe. Kann zwar nicht rappen oder singen, doch macht trotzdem Mucke. Oh, aua, David ist sauer. Junge, du baust Glumanda, nicht die chinesische Mauer. Zu real für YouTube wie Dom Tento auf Speed, trägt den Anzug im Stream für den Flex aus Prinzip. Heute ist ein guter Tag, David geht live, spielt die Copyright-Musik, es gibt trotzdem kein Strike. Unfassbar nice, Junge, noch ein Vergleich und ich geb dir den Like, wie ein Typ, der was liked. Sag mal, spürt ihr den Hype, SSD zu dem Umlaut und die Abonnenten wachsen weiter wie Unkraut. Ach, wir übernehmen das ganze Land, Rickler. Legt euch lieber nicht mit uns an, Rickler. Werfen alle aus unserer Bahn, Rickler. Dafür stehen wir mit unserem Namen, Rickler. Du Versager hast kein Umlaut im Namen, dann musst du der Umlautgänger sofort Schutzgeld bezahlen. Wir sind im Start und es geht rund wie in einem Kreisverkehr. Das Wettet macht es süchtig wie der Stoff von Heisenberg. Technik LB mal wieder lost, so wie Fundsachen. Wenn die Technik nicht läuft und die Geräte nur rumspacken, kann der David keine Kunst machen und ist deswegen schon geladen wie Schusswaffen. Jetzt wird's wild wie in der gottverdammten Wildnis. Alles wird gut, solange du real bist. Wenn andere denken, dass wir leicht haben, die sich getäuscht. Denn du musst auch real sein, wenn der Stream nicht mehr läuft. Yeah.